Einen wunderschönen guten Abend, liebe Community. Hier ist Homeoffice, wie gewohnt am Sonntagabend live und diesmal nicht mit großen Ereignissen wie G7 und El Mao und der ganze Käse, sondern heute ist Kinotag. Kinotag, ich hoffe, ihr habt Popcorn hier, Cola, Chips, Bier, was auch immer euer Herz begehrt und wir wollen heute gucken, was gibt es denn cineastisch von unseren Kollegen und von mir alles zu entdecken? Und dabei wünschen wir euch einfach viel Spaß an diesem lauen Sonntagabend. Bis gleich. Und da ist die Expertencrew der Academy zusammengetrommelt. Hallo, der Präsident der Oscar Academy, Frank Höfer. Und unter mir ist Stoner, Mr. Frank Engelmeier, Stoner und Charles Maurice Fleischhauer aus der Waterkant. Nee, wie sagt man? Vom Deich droben. Hallo, Charles, grüß dich. Schön, dass ihr da seid. Ja, Hallöchen in die Runde. Und ich freue mich auf die Sendung heute, denn heute machen wir mal was, worum uns schon sehr viele Zuschauer schon ganz lange immer wieder gebeten haben. Und deswegen dachten wir, heute machen wir es einfach mal. Ja. Hallo in die Meinst Runde. nicht Striptease, ne? Grüße in die Runde von mir und an alle. Kuh war das, Leute. Ja, mal Ja. schauen. Filmzitat, hey. Wir sind heute die große Academy und jeder hat sich seine eigene Liste rausgesucht. Was habt ihr für cineastische Highlights? Das werden wir jetzt rausfinden. Ich bin der Einzige, der schon von euch alles weiß, weil ich es ja hier programmiert habe, sozusagen. Aber ich bin echt gespannt, wie ihr darauf reagiert. Es ist sehr interessant zu sehen, was für unterschiedliche Geschmäcker da auftauchen. Und wir haben eigentlich wenig Schnittmengen, das muss ich echt sagen. Genau, was erwartet euch da draußen? Also jeder von uns hat 10 Filme in den Ring geschmissen. Was für 10 Filme? 10 Lieblingsfilme, 10 Filme, die einen irgendwie beeinflusst haben, 10 Filme, die man einfach saugut findet und empfehlen will. Es gibt kein Ranking. Es ist nicht, dass jeder sagt, das ist meine Nummer 1, das ist meine Nummer 10, sondern einfach nur 10 Empfehlungen. Und ja, wie es Robert sagt, wir wissen nicht von den anderen, was die anderen für Filme empfehlen. Und so gibt es dann auch wahrscheinlich eine Menge Gesprächsstoffe. Genau, und warum machen wir das heute am Tag, wo ja auch G7 stattfindet und ohnehin viel passiert in der Welt? Einfach aus dem Grund, wir haben am Freitag eine 2,5-stündige Tacheles-Sendung präsentiert. Die Jungs vom dritten Jahrtausend haben auch nochmal 2 Stunden draufgelegt mit geballten Infos zu aktuellen Dingen en masse. Das muss erstmal verdaut werden, deswegen heute mal etwas, was wir uns schon lange vorgenommen haben, viel zu lange aufgeschoben haben. Warum eigentlich? Ich habe die Idee vor 2, 3 Tagen geäußert. Hey Jungs, wollen wir nicht mal unsere Cineasten-Ausgabe machen? Einfach aus dem Grund, weil ich diese Woche auch schon wieder 2, 3 Nachfragen diesbezüglich hatte. Nach Filmempfehlungen. Leute wollen wissen, was wir so schauen, was wir so toll finden. Und da haben wir gesagt, wer hat Lust? Alle haben gesagt, ja, das taugt mir. Und dann haben wir jetzt alle wirklich die letzten 48 Stunden unsere Top 10 Filmliste zusammengestellt und alleine das war interessant. Ja. Eine Ist jetzt gar Auswahl nicht der so Top 10. einfach. Eine Auswahl der Top 10, weil du bist da auch einer von denen, die sich am schwersten dann tun, auch in jedem Film kämpfen und oh, welche 10 Filme, weil du einfach so viele Lieblingsfilme hast. Ist also immer Ja, eine Auswahl. Also. es ist vor allem auch für die Zuschauer mal eine super Möglichkeit, uns ja auch in einem gewissen Sinne dann privater kennenzulernen. So, was sind denn jetzt wirklich so unsere cineastischen Geschmäcker, weil es verrät viel über die Persönlichkeit, haben wir auch schon festgestellt. Wir wissen ja auch nicht. Ich weiß, Ja. ich bin total gespannt auf eure 10 Lieblingsfilme. Ich habe keine Vorstellung. Muss sehr Entschuldigung, wenn ich gespannt lache. sein. Ich habe gerade, ich kenne die Liste vom Charles, deswegen habe ich Ja. jetzt Ja, Robert ist der gerade. Einzige, der alle Aber Listen kennt. Robert, vorweg, einfach nur ganz Lachst allgemein du so? gesagt. Wieso lachst du so? Passt meine Liste denn zu mir, so wie du mich kennengelernt hast? Ich hoffe, du hast dich an den P18-Code gehalten. Wir sind natürlich auch Familiensender und ich meine, es gibt vielleicht auch Filme, die einen großen Impact auf ein Leben hatten, aber die man heute nicht präsentiert. Also, ich hoffe. Schulmädchenreport ist nicht dabei, keine Sorge. Also ich war heute in der Sonne gelegen. Das ist nicht, weil ich Bluthochdruck habe, gell? So, also ich muss so lachen, Schatz. Egal, das werdet ihr nachher sehen. Alright. Hey Leute, ich Wie habe noch machen eine wir Home das denn? Story. Also es hat ja jeder von uns hat ja 10 Titel ausgewählt. Und Robert, du bist ja hier der Chef im Ring. Wie,
wie stellen wir die denn vor? Nacheinander. Jeder stellt immer einen Film vor und dann reden wir darüber und dann kommt der nächste. Das müssen wir erstmal. Also arbeiten wir uns nach vorne, ja? Heben wir uns die zwei, drei, vier Lieblingsfilme von jedem für den Schluss auf. Ja? Es kann arbeiten ja wir erstmal die Liste ab von unten sozusagen. Und dann habe ich noch eine Frage. Habt ihr bei euren 10 Titeln auch ein Ranking, also so ein Platz 1, oder habt ihr einfach die 10 besten ausgewählt? Weil ich habe die nummeriert, aber die sind alle so gut, das könnte man auch ändern, ne? Ja, ist bei mir auch so. Also es ist schon schwer genug, sich auf 10 zu beschränken. Die dann auch noch gegeneinander abzuwiegen, ist fast nicht möglich, weil das bei mir zum Beispiel nach völlig unterschiedlichen Gesichtspunkten geschehen ist. Ich habe Filme ausgewählt, die in meinem Leben tatsächlich eine große Rolle gespielt hatten, die einen großen Impact auf mich hatten, warum auch immer. Ich habe auch Filme ausgewählt, die mir wirklich einfach verdammt gut gefallen, wobei Handlung da nur eins von mehreren Kriterien ist. Mir ist Montage sehr wichtig. Ich bin Filmcutter, ich achte da auf sowas. Ja. Und vor allen Dingen die Komposition zwischen Optik, Schnitt und Musik. Das ist was mich stark beeinflusst. Und da habe ich auch zwei, drei Filme dabei, die ich ausschließlich nur deswegen ausgewählt habe. Boah, das habe ich gar nicht gemacht. Ich bin zwar kein Cutter, ich kann dir, was das angeht, ja überhaupt nicht das Wasser reichen. Achte aber eigentlich, wenn ich Filme gucke, auch auf solche Sachen. Also es gibt so auch so ein paar Filme, wo ich so einige Szenen total genial gedreht finde. Die habe ich jetzt aber nicht aufgenommen, weil ich habe tatsächlich nur auf Handlungen geachtet oder welchen Einfluss diese Filme auf mich hatten. Oder ob das Filme sind, die vielleicht ein Genre geprägt haben. Wo man sagt, das sind so Vorbildfilme, die immer wieder kopiert wurden. Also ich habe ganz bewusst kein Ranking gemacht und werde das auch heute Abend nicht machen, weil wenn, so wie das jetzt schon gesagt wurde, ja, am Anfang erstmal halt mir die besten Karten zurück, kann ich nicht sagen. Ey, bei mir sind die 10, die stehen alle irgendwie auf mehr oder weniger einem Level. Vielleicht gibt es 2, 3, die herausragen. Aber ja, dann wäre das ja das, was du gesagt hast, Frank. Ja. Weiß ich nicht. Wir haben kein Ranking, das ist, was wir sagen wollen. Es gibt auch letztens für euch als Zuschauer auch jetzt keinen Contest oder sowas. Vielleicht könnt ihr selbst natürlich auch über eure Listen nachdenken und vielleicht auch ein paar Sachen reinposten. Aber es ist kein Contest heute, oder? Heute ist einfach nur auf jeden Fall Top 10 Filmlisten haben von den Zuschauern und zwar unter dem Video in den Kommentaren, nicht hier im Live-Chat, das sprengt jeden Rahmen. Unten einfach 10 Filme untereinander, müssen auch nicht gerankt sein. Das würde mich schon auch interessieren, was unsere Zuschauer so schauen. Aber lasst euch Zeit dabei und denkt drüber nach. Das ist gar nicht so einfach. Ne? Wir haben uns jetzt halt auf 10 festgelegt, die wir jetzt vor 10.000 Zuschauern präsentieren. Da denkt man schon länger drüber nach, als wenn man das jetzt hier unter 4 Augen macht. Ne? Aber trotzdem wollen wir euch mitnehmen. Und ihr könnt ja immer, jeder von uns würde mal abwechselnd so einen Film reinschmeißen oder werden wir ein paar Minuten den irgendwie zur Debatte stellen. Und da könnt ihr reagieren. Ihr könnt dann, wenn ihr auch sagt, der Film gehört in eine Top 10, jetzt wirklich schlechte Filme tauchen heute nicht auf. Also kann ja sein, kein Film dabei sein, wo alle sagen, aber wie kommt der rein? Also deutsche Filme. Wenn ihr auch meint, dass er gut ist, so, dann haut halt mal hier den Daumen hoch rein hier in den Live-Chat, sodass da ein bisschen Dynamik entsteht. Ja. So, wir fangen mal an, Männers. Ich habe noch eine Home-Story. Ganz irrelevant, hat komplett gar nichts damit zu tun, aber ich muss das irgendwie loswerden. Für diejenigen, die immer glauben, dass sich alles um mich dreht, jetzt 1:20 weghören. Für die, die es gerne erfahren wollen, einfach zuhören. Ich habe 3 Hunde und ihr kennt ja, wenn Hunde so am Zaun vorbeilaufen, die anderen, dann gibt es hier immer Rabatz innen drin. Und mein Großer, der Lucky, ist vorgestern einmal Vollgas an den Zaun und kommt dann natürlich im vollen Elan einmal rein in die Wohnung, aufs Sofa drauf, die Treppe rauf und runter und wieder raus. Dachte mir, okay, das war der eine, der immer das Bein hebt am Zaun und so weiter. Kennt ihr das Prinzip Stempel, Stempelfarbe und Stempelkissen? Also, der Stempel ist der Fuß vom Lucky, die Stempelfarbe war der Haufen von einem anderen. Und der ist einmal komplett durch die Wohnung und hat 25 Stempeln, bis die Stempelfarbe vorbei war, auf dem Sofa, auf den Teppichläufern, auf der Küche. Und ich war gerade, das war Freitagabend, ich war gerade so gechillt, weißt du, alles getan, alle Arbeiten erledigt, Checkliste gemacht. Und dann war ich noch eine Stunde in der Wohnung unterwegs mit mit Brie und ich schwöre euch, ich musste das jetzt irgendwie loswerden, weil ich glaube, jeder Hundebesitzer kennt das und ich brauche jetzt eine Runde Mitleid, weil das ist einfach... Ja. Nachdem du in der letzten Sendung ja schon angeschlagen in den Abend gegangen bist, weil es ja da auch diesen kleinen Zwischenfall gab. Ja. Heftig. Ja, ja. So ist das mit Hunden. Gell? Da hat man auch ganz schnell mal, liegt man ganz schnell mal am Boden. Aber egal. Hast du einen Hundefilm am Start heute? Nein.
Ich Cujo, nicht dabei. Nein, nein. Und ich gucke keine Tierfilme. Tierfilme sind immer tragisch. Lassie habe ich als Kind 99 gesehen. Dalmatiner? Nee, wann ist das? Nein. Da, 1001 war das, müsste man halt 101. Einpacken, ja. Müsste man 101. Einpacken. Ja, stimmt. Leute, bevor wir aber einsteigen, ich muss mit euch unbedingt über ein ganz, ganz wichtiges Thema sprechen. Und zwar geht gerade eine Nummer rum, die wir auch schon mal angesprochen haben. Das Thema heißt Deepfake, also eine ganz tiefe Fälschung. Und ich haue es jetzt nur mal kurz raus als Bild, dass wir wissen, wovon wir reden. Also hier, das ist der Tweet von dem österreichischen, von dem Wiener Bürgermeister, der Herr Michael Ludwig. Der war nämlich am 22. Juni, das ist jetzt schon ein paar Tage her, hat er mit Vitali Klitschko zusammen ein Interview gemacht und hat dann halt verschiedene Sachen besprochen, bla bla bla. Und was soll ich sagen? Der Mann hat gesprochen wie Vitali Klitschko, der hat gelacht wie Vitali Klitschko, der hat genauso sich bewegt wie Vitali Klitschko. Und das Blöde ist aber, er war es gar nicht. Und das Gleiche hat nämlich die Frau Giffey, ihres Zeichens regierende Bürgermeisterin von Berlin, auch erfahren. Und, wenn ich richtig informiert bin, der Bürgermeister von Barcelona. Also alle drei haben mit einem Menschen gesprochen, der live mit ihnen geredet hatte, aber eine Computersoftware hat das Bild von Vitali Klitschko live auf diese Figur draufgepackt. Wir wissen, dass das geht. Mein Opa hat immer gesagt, jeder blamiert sich so gut er kann. Aber genau, und vor allen Dingen die deutschsprachigen Gesprächspartner wie der Herr Ludwig oder eben auch die Frau Giffey hätten eigentlich wissen müssen, dass der Herr Klitschko Deutsch spricht. Ja? Ja. Aber dieser Deepfake verriet sich halt dadurch, dass er mit Übersetzer stattfindet oder stattfand. Und dass alleine daraufhin 30 Minuten lang trotzdem immerhin auch die Frau Giffey mit dem falschen Klitschko geredet hat, Wahnsinn, weil an dem Punkt sind wir jetzt. Überleg mal, was das für diplomatische Skandale nach sich ziehen kann, wenn das, und wissen wir denn, wie oft das schon stattgefunden hat, ohne dass wir es gemerkt haben? Wie oft hat vielleicht der irgendein Deepfake Zelensky schon im Senat oder auf irgendeiner. Vielleicht kann Baerbock in Wort sprechen. Oder sonst wo geredet, weißt du? Vielleicht hat er da selber gar keinen Bock drauf, setzt nur irgendwie sein Azubi hin. Okay, ist jetzt flapsig formuliert, ja. Aber bei Autogrammen war das früher mal so, ne? Da gab es dann irgendwann eine Maschine, die konntest du programmieren und die hat dann für dich immer wieder denselben Schriftzug gezeichnet. Ne? Donald Rumsfeld hat so genau. Die Urkunden der gefallenen Soldaten unterschreiben lassen, weil es zu viele waren irgendwann. Jetzt geht das eben mit. Mit Video-Live-Schalte. Ja. Ja. Eigentlich bin ich ja auch nur Azubi hier bei Nuviso. Ja? Ich habe nur hier den Deepfake vom Chef drüber liegen. Genau, ich bin ein echter Rüper. Ja, aber überleg mal. Nein, aber es ist ja eigentlich ist es ja total witzig. Und die Deppen wurden da mal wieder vorgeführt und es wurde mal wieder gezeigt, was für ein Kasperle-Theater das ist. Wenn es nicht diese Brisanz hätte, wir sind in einer Kriegssituation. So. Und ich meine, eigentlich spaßt man da nicht und funkt da mit solchen Sachen in der Politik rum. Man weiß ja nicht, was das so Domino-Effekt-mäßig für einen Rattenschwanz hinter sich herzieht. Und am Ende geht es um Menschenleben. In dem Fall würde ich tatsächlich sagen, auch wenn ich eine gewisse Schadenfreude habe, natürlich unseren hochbegabten Politikern gegenüber, es ist eigentlich nicht witzig, nicht in dieser Situation. Ich denke auch nicht, dass das als Witz gemeint war. Weiß man eigentlich, wer da dahinter steht? Es gab doch da schon mal aus Russland so Leute, die ein paar Mal so Deepfakes gemacht haben. Sind es wieder die? Weiß man das? Nein, nicht Wovan und Lexus. Diesmal nicht. Wovan und Lexus kommen da jetzt momentan. Es ist noch nicht. Ich habe mit unserer St. Petersburger Dependance gesprochen gestern Nacht. Also sind nicht die beiden. Das weiß man zumindest schon, ja. Ja, wird niemand gewesen sein, der dem Westen wohlgesonnen ist. Ja, das glaube ich. Weil die Fragen, die gestellt wurden und so weiter, zielten ja auch schon in Richtung ab, Material zu sammeln, ja, was man dann irgendwie wieder gegen die Giffey oder sonst wen gebrauchen kann. Ja, und damit natürlich immer gegen den Westen. Hat sie denn irgendwelche kompromittierenden Aussagen aller Ibiza? Und ist ja witzig, dass ausgerechnet der Österreich-Bürgermeister scheinbar selbst nach dem Telefonat immer noch überzeugt war, dass er mit Klitschko gesprochen hat, weswegen er diesen Tweet rausgehauen hat. Aber gab es irgendwelche diffamierenden Aussagen, irgendwelche Dinge, die eigentlich nicht für öffentliche Ohren bestimmt sind und die jetzt da öffentlich werden? Von der Giffey? Nee, die hat die Antworten von dem vermeintlichen Klitschko nicht beantwortet, weil dadurch ist es nämlich auch aufgefallen, bei der Frau Giffey kam nämlich die Frage auf,
ja, warum sich die UkrainerInnen, also jetzt die Frauen, so viele Sozialleistungen erschleichen. Und er möchte auch unbedingt, dass die Berliner Polizei alle ukrainischen männlichen Flüchtlingen einsammelt und an die Front schickt, so nach dem Motto, oder zum Militärdienst nach in die Ukraine schickt. Sie hat die Fragen natürlich als Politikerin nicht richtig beantwortet, sondern nur halt so bla bla bla. Und dabei ist es dann dem Stab wahrscheinlich aufgefallen, hey Leute, irgendwas ist hier fishy, irgendwas ist hier faul, ja. Aber für mich ist es auch wirklich... Wenn man jetzt meinetwegen wahrscheinlich war schon beabsichtigt, dass es eben nicht auffällt, damit dann zum Beispiel in der deutschen Presse Dinge lanciert werden, wie Klitschko fordert, dass die deutschen Ukrainer, die Ukrainer in Deutschland zurück an die Front kommen. So, weißt du, ich meine, das wäre ja eine Schlagzeile, die für Furore sorgt und mehr spaltet und Diskussionen und so weiter und so fort. Auf diese Weise wird tatsächlich Einfluss auf Politik genommen. Und hier ist es jetzt halt mal aufgefallen. Vielleicht, wie gesagt, hat das schon stattgefunden, ohne dass es aufgefallen ist. Und in Zukunft wird das definitiv der Fall sein. Das wird spannend, interessant, weil man kann halt wirklich nichts mehr glauben. Verstehe, es ist wirklich interessant, das von euch zu hören, weil ich hatte das eher bisher so abgespaltet als so eine Eulenspiegelei oder sowas. Ja, sowas eher noch ein Prank, wie man heute sagt, ein Streich. Aber tatsächlich ist das ein Stück ernsthafter als ein Streicher. Es ist tatsächlich ein Fake oder versuchen dort irgendwie Einfluss zu nehmen. Ob das egal aus welcher Absicht man das macht, aber ja, ich verstehe jetzt mehr eure Bedenken. Ja. Geht schon über Desinformation hinaus. Ne? Das ist jetzt schon richtig, das ist eigentlich das ist schon fast... Hybride Kriegsführung. Richtig, genau. Ja. Ja. Hybride Kriegsführung ist das. Spannend. Aber ist ja auch interessant, weil wenn hybride Kriegsführung angewandt wird und jetzt eine deutsche Politikerin Opfer davon wird, zeigt es ja auch, dass wir in einem Kriegszustand uns befinden. Oder dass es zumindest eine Gegenseite gibt oder irgendeine Partei, die uns als Kriegsgegner wahrnimmt. Aber hybrid, in einem hybriden Krieg sind wir schon lange. Das, genau, das ist ja die Definition von Hybrid. Da rennst du bei mir offene Türen ein, da habe ich zwei Sendungen drüber gemacht. Ja, ich wollte nur sagen, das unterstreicht das natürlich nochmal. Klar, genau, der Wirtschaftskrieg. So, die Leute, ich sehe, hier sind schon 100.000 tolle Filme im Live-Chat gepostet worden, ja, also ich glaube, die Leute sind heiß drauf. Robert, starte mal. Den roten Vorhang öffnen. Das muss jetzt der Frank bestimmen. Wer startet? Ihr müsst mir dann einen Film sagen und den einen Film von eurer Liste, welche Reihenfolge könnt ihr ja selber bestimmen und ich blende den ein. Ich muss hier ein bisschen tricksen mit dieser ganzen Technik hier, aber ich habe alle Bilder. Rock'n'Roll. Komm, dann, Charles, du bist hier der Junior, du darfst jetzt anfangen. Nenn mir doch mal einen deiner Filme. Ich bin der Junior. Ich soll anfangen, ja, ich muss mal meine eigene Liste noch mal kurz mir angucken. ich habe die ja alle gar nicht so richtig gerankt, ne? Wir fangen an mit einem meiner absolut wirklich wichtigen Lieblingsfilme. Deine Nummer? Sag mir die Nummer. Den Zeichentrickfilm Das letzte Einhorn. Oh, damit es hier gleich richtig zur Sache geht. Das ist einer der besten Filme, die je gemacht wurden. Was viele nicht wissen, Robert, blendest du das schon ein? Es läuft, liegt an, ja. Ja, der Film basiert eigentlich auf einem Roman von Peter Beagle, heißt der Autor. Und hier ist das Buch zum Zeichentrickfilm Das letzte Einhorn. Jetzt fragt ihr euch, warum ist das so? Warum hat Charles eine Schwäche für Einhörner? Den Film habe ich schon geguckt, als ich ein ganz kleines Kind war. Ich weiß nicht wie alt, aber bestimmt 3 oder so. Den hatten wir als VHS-Kassette. Das war einer der ersten Filme, die wir so besaßen. Und als Kind habe ich den geliebt und dann natürlich jahrelang nicht mehr geguckt. Klar, irgendwann ist man ja Teenager oder Erwachsener, guckt man nicht unbedingt solche Filme. Und dann habe ich den aber als Erwachsener zufällig im Fernsehen gesehen und dann nochmal mit den Augen eines Erwachsenen geschaut und festgestellt, dieser Film ist ein brillantes Meisterwerk. Das ist eigentlich überhaupt kein Kinderfilm, also ähnlich wie zu Alice im Wunderland. Das ist eine total magische Reise. Also da gibt es so ganz viele Figuren, die symbolisch hoch aufgeladen sind. Schmendrick, der unfähige Zauberer, die Harpie, die Gegenseite zum Einhorn darstellt, das Einhorn, was dann zum Menschen wird und lieben lernt. Da ist so ganz viel Symbolik drin. Dann gibt es am Ende so einen dunklen König, der die Einhörner alle einfängt. Das ist so eine saturnische Gestalt, der kann sich nicht mehr freuen. Also es ist ein ganz, ganz toller und besonderer Film. Und ich finde bei dem wichtig, es ist kein Disney-Film. Weil wenn man an Kinderfilme denkt,
dann ist Disney so überpräsent und gerade in den letzten Jahren, als immer mehr rauskam, was da eigentlich auch noch so für sublineare Botschaften mitschwingen, sehe ich das ja sehr kritisch. Und deshalb finde ich so, es ist wichtig, auch mal so pädagogisch wertvolle Filme zu zeigen, die nicht aus dieser Schmiede kommen, die gleichzeitig aber auch für Erwachsene interessant sind. Also ich finde den Film abgefahren und ich habe eine Tradition. Ich gucke den jedes Jahr zu Weihnachten. Und weil niemand den mit mir gucken will, weil den alle bekloppt finden, gucke ich den meistens alleine. Also es gibt meistens zu Weihnachten so anderthalb Stunden oder wie lange der geht, da gucke ich mir alleine das letzte Einhorn an. Oh Mann, großartiger Film. Ich würde ihn mit dir zusammen angucken, weil tatsächlich das letzte Einhorn finde ich auch mega. Und ähnlich wie du, ich hatte den auch, das war eine von den VHS-Kassetten, die in meinem bescheidenen Jugendhaushalt irgendwie zu Hause waren. Da gab es nicht so viel, da gab es vielleicht nur 10, 15 und der war dabei. Und ja, ich habe den auch schon immer gern gemocht. Er ist wirklich zauberhaft. Genau alles, was du gesagt hast, stimme ich zu. Und tatsächlich hatte ich ihn auch in der engeren Auswahl für meine Liste heute Abend. Das letzte Einhorn, großartig. Das ist ja witzig. Da sieht man wieder Stoney, wir beide haben viele Überschneidungen. I'm alive. Und, ja, genau, der Soundtrack. Diese Band America. Und die hat für den Film zwei Songs gemacht, die hammergeil sind. Erstmal The Last Unicorn und dann noch den nicht so ganz bekannte Stück On Man's Road. Die gibt es auch beide bei YouTube, wenn ihr es eingibt. Hier den Soundtrack zum Film On Man's Road und I'm Alive. The Last Unicorn, super geil. Okay, danke Charles für Beitrag Nummer 1 auf der Start Nummer 1, das letzte Einhorn. Das hätte ich mir auch gerne mal angeschaut. Ihr beide auf dem Sofa mit einer Kuscheldecke und mit einem Schnäuztuch und dann letztes Einhorn gucken. Das ist ein geiles Bild. Ja, Robert, aber du bist doch auch, du kennst ihn doch auch bestimmt. Ja, er ist, ja, unsere Generation, das war doch ein Riesenfilm. Deine das, Reaction von ja, ich habe damals, also ich habe ihn als Erwachsener nicht mehr gesehen. Ich habe den irgendwann gesehen vor 25 Jahren oder so oder noch früher, also ja, vor 30 Jahren. Gott, Gott, die Zeit geht vorbei. Oh ja. Auf jeden Fall, ich muss ihn mir auf eure Expertise hin nochmal anhören. Aber Leute, bevor wir hier 10 Minuten bei einem Film bleiben, Stoner, schieß doch mal einen Film von dir rein. Dann kann, sag mir doch mal einen Film, den du jetzt für dich ausgesucht hast. Dann kann ich nämlich hier schon mal ein bisschen vorbereiten. Was denkst du, was für Ja, mein dich? erster Kandidat ist ein Captain Obvious. Mein erster Kandidat ist ein Film, der mich wirklich extrem beeinflusst hat. Das ist wirklich vielleicht der Moment, wenn ich mir in so meiner Erinnerung, wo das Kino am allermeisten diesen klassischen Zauber hatte. Weißt du, du gehst rein und dann irgendwann wird es dunkel, Werbung, bla. Aber dann, wenn der Film anfängt, das Licht geht aus. Und dann kommt da erst noch so dieser Vorspann, so ein paar Worte, die irgendwas erzählen von der Story. Aber ich war noch so klein, es mich gar nicht interessiert, so viel zu langweilig zu lesen. Und als das weg ist und dann ist erstmal der Blick in den unendlichen Weltraum, ja. Und dann kommt von hinten, kommt dann langsam so das große Mutterschiff. Und wirklich dieser Zauber von der Leinwand, dieses Gebanntsein in dieser Illusion, diese ist, ja. Ey, das ist für mich Krieg der Sterne. Ich habe bewusst den deutschen Namen gewählt, weil damals war das Krieg der Sterne so der erste Film in Deutschland, keine Ahnung, 78, 79 rausgekommen. Und der hat mich und ich glaube echt eine ganze Generation, Robert, du wirst, klar, Krieg der Sterne haben wir schon aufgesprochen. Der hat uns wirklich geschickt, dieser Filme. Wobei ich sagen muss, ich habe die Krieg der Sterne-Filme erst später gesehen in den 70er Jahren. Da konnte ich nicht ins Kino gehen bei uns Mitte 70 in einem kleinen Dorf oder einer kleinen Stadt. Da durfte ich nicht ins Kino, schon gar nicht Star Wars. Ich glaube, ich habe den dritten Teil als erstes gesehen, 1983. Und dann erst irgendwann in der Folge danach, da gab es ja auch noch keine, wenn die nicht im Kino liefen, wo willst du die dann holen? Es gab noch keine Videos, es gab kein YouTube, das gab es nicht. Es gab eine analoge Zeit, es gab eine Zeit vor dem Internet, das muss man sich immer wieder mal vorstellen. Ihr jungen Leute, ihr wisst gar nicht, was das bedeutet. Wir hatten die Gelegenheit, auf die Felder zu gehen, wir waren nicht am Computer, wir waren draußen, wir haben draußen gespielt. Aber nein, ich gestehe mit dir, ich gebe dir recht, Stoner, der Blick ins All. Die Schrift, die weggeht, und dann kommt der große Zerstörer. Entschuldige, macht ihr weiter. Krieg der Sterne. Frank, du hast noch gar keine Reaction hier gebracht hier. Ja, Krieg der Sterne ist natürlich großartig. Ich habe, als der rauskam, noch nicht gelebt. Deswegen kann ich diese Erfahrung nicht teilen. Ich habe ihn dann halt später und ich glaube nie im Kino gesehen. Ich durfte ihn ja eh erst nach 90 dann irgendwann sehen. Ja. Von daher, klar. Gehört auf eine Top 10 ever, ja, aber nicht auf meine. Es ist vor allem ein Film, der auch brillant produziert wurde, weil beim ersten Star Wars-Film hatte George Lucas
kaum Budget, der hatte ungefähr 7 Millionen Dollar und es gab diese Effekttechnik nicht, der hat diese Firma Industrial Light and Magic extra für diesen Film gegründet und diese ganze Technik erfunden, die sie dann mit Kameras um so Modelle so rumfahren und also ganz, ganz richtungsweisend fürs Kino. Ja, und einfach diesen Effekt des Kinos zu nutzen. So das, was ich beschrieben habe, so diese Eingangsszene, wirklich noch bevor ein einziges Wort gesagt ist, so noch bevor überhaupt so die Titelmusik so richtig los ist, oder wahrscheinlich schon danach, weiß ich nicht mehr genau. Aber das Erste, was du also mitbekommst, wie das von hinten dieses Raumschiff kommt, das war ja dann so eine so charakteristische Szene, einer der ganz großen Filmmomente, würde ich sagen, dass er dann selber wieder später von, wie hieß er gleich nochmal, Mel Gibson, nein, Mel Brooks. Spaceballs. Der hat doch dann extra noch eine Hommage gemacht, und weil der das auch sieht, so dieser Moment im Kino, wo das Raumschiff von hinten kam, das ist einer für mich der ganz großen Kinomomente. Also ich habe selbst am eigenen Leib erlebt, wie er ein Dess ergreift. Und ja, deswegen hat das auch Mel Gibson dann so ins Groteske übersteigen, wo dann 5 Minuten lang das Schiff einfach nicht mehr aufhört. Weil das einfach so ein großartiger Moment ist, so ein genialer Regiemoment. Und eben mit wenig Geld, aber halt genau wissen, wie man den Effekt macht. Gerade eben auf so einer großen Kinoleinwand, wenn es so von hinten kommt und so. Mega. Das Beste ist ja Lord Helmchen, Rick Moranis als Lord Helmchen mit diesem Riesenhelm da. Und also der Film ist schon auch geil, ja. Ja, Leute, dann danke für die Einschätzung. Moment, dann zack, zurück. Und dann kann ich gleich mal, dann würde ich sagen, dann mache ich jetzt meinen ersten Film. Und zwar habe ich den erst vor kurzem gesehen. Ich muss dazu gestehen, aus dieser Schmiede kommen sehr, sehr viele gute Filme, und ich habe auch noch einen von diesen Animationsfilmen, aber ich muss mich da halt auf 2 reduzieren, damit ich mit den anderen Filmen noch klarkomme. Vor gar nicht allzu langer Zeit, ich glaube, das war letztes Jahr, doch, das kann sein, dass ich den letztes Jahr gesehen habe, habe ich Soul gesehen. Und zwar ist es ein Film von einem Musiklehrer, der eigentlich gerne, eigentlich Musiker sein wollte. Klappt aber nicht ganz, weil er fällt in den Gullideckel rein und wird dann eine Etage nach oben befördert. Also er stirbt, kommt in den Himmel und erlebt da gewisse Abenteuer und hat die Chance, nochmal zurückzukommen. Also die Geschichte kann man gar nicht in einen Satz packen. Es geht hier um die ganz große Geschichte. Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Und das verpackt in so tollen Bildern und mit so schönen... Also der Sinn des Lebens wird in diesem Film so gut verpackt. Ich war wirklich verzaubert. Ich war wirklich verzaubert. Und alle Filme von Pixar verzaubern einen irgendwie. Das ist die ganz große Schule der Animationsfilme. Aber Soul ist auch musiktechnisch einfach großartig. Wer kennt ihn von euch? Du hast ihn großartig gesehen? Großartig. Bester Animation, oder ja doch, einer der besten Animationsfilme, die es gibt. Aber nicht der Animation wegen, sondern tatsächlich wegen der Geschichte. Wegen der Geschichte, die ist wirklich sehr tiefsinnig, sehr tiefgreifend erzählt. Für einen Animationsfilm wirklich hervorragend. Weil der auf dem Titelbild auch so, der auf dem Klavier langläuft und Soul, der auch ein Musikgenre ist, spielt das da eine Rolle in dem Film? Ist auch die Musik eben soulig? Ja? Ja, total. Das ist alles hier in einem Jazzkeller und die Improvisationen von denen. Und also, ja, der ist wirklich klasse, und auch der Charakter. Und du siehst ja oben auf dem L die 2 Figuren sitzen. Das sind dann er und Nummer 22, glaube ich. Ich will nicht spoilern. Dann kriege ich wieder Schimpf im Chat, weil ich hier was gespoilert habe. Aber wer den noch nicht kennt, die ganz großen Fragen im Leben, die werden da beantwortet. Soul ist definitiv eine Reise wert. Das muss man sagen, ja. Ja, das war mein erster. Und dann fehlt jetzt eigentlich nur noch der Herr Höfer. Der sollte mir doch mal eine Nummer sagen, dass ich hier ihm... Nummer, ich hab keine Nummern, Robert. Doch, ich kann da waren doch, Titel sagen. Da waren doch die Nummern dran, deswegen. Also... Ich habe jetzt tatsächlich überlegt, mit welchem Film fange ich denn hier an. Der Charles hat was aus seiner frühen Kindheit genommen, was ihn geprägt hat. Frank hat gleich mal so einen Blockbuster rausgehauen. Schwierig, womit fange ich an? Ich glaube, ich fange auch mit dem an, was obvious ist, ja? Was auf der Hand liegt, was in meine Top 10 Filmliste, obwohl ich mich schwer damit getan habe, weil es so viele gute Filme gab, aber was natürlich rein muss. Zurück in die Zukunft, weil das eben auch ich, wie alt war ich? Ich war so 8 bis 12 Jahre, wo die 3 Teile irgendwie im Kino erschienen sind. Ich durfte natürlich erst nach 90 sehen, ja, dann gleich in geballter Trilogie.
Und ja, das war natürlich, ist es für einen Zwölfjährigen ein enormer Impact, diese Trilogie zu sehen, Zeitreisen, fantastisch gespielt. Und ich nehme es gleich ganz am Anfang vorweg, weil ja, weil es einfach da rein muss. Und ich glaube, sind die Filme, die ich am meisten in meinem Leben gesehen habe. Ja, Zurück in die Zukunft habe ich bestimmt in jedem einzelnen Lebensjahr meines Lebens bestimmt einen dieser drei Teile gesehen. Ja, ob jetzt in den letzten Jahren mit meinem großen Sohn oder ja, Zurück in die Zukunft ist einfach fantastisch. Ich liebe es so sehr. Die sind auch geil, als ich jetzt hier im Winter Corona hatte und dann ja mich da so erholen musste und krank war, da habe ich witzigerweise auch alle drei Teile mir auf dem Sofa angeguckt nochmal, nach Jahren wieder, und die sind genial. Ich fand sie fast genauso witzig wie beim ersten Mal. Also, und das ist schwer, ja. Wir haben letzte Zeit auch festgestellt, viele Filme, die man in der Jugend oder Kinderzeit witzig fand, sind das überhaupt nicht mehr. Zurück in die Zukunft werde ich noch mit 80 genial finden. Ja. Und was mir natürlich auch gefällt, sind die Clues, die man da drin entdecken kann. Robert Zemeckis ist sowieso ein toller Regisseur, der in anderen Filmen auch so Andeutungen gemacht hat. Und gerade bei Zurück in die Zukunft ist natürlich einer dieser Aspekte, dass man da diese 9-11-Clues drin findet. Ja? Und das macht diese Trilogie natürlich nochmal besonders reizvoll, vor allen Dingen mit dieser Figur des Biff, der ja wirklich schon so eine klischeehafte Symbolfigur für Donald Trump ist, ja, mit seiner Locke, und er ist halt der Präsident und der reichste Typ, ja, der in seinem Biff Tower da irgendwie die USA regiert. Das ist ja wirklich schon fast on point. Ja. Aber damals halt in den 80ern oder Anfang der 90er, wann das gefilmt wurde, ja, völlig als überspitzte Utopie ja eigentlich dargestellt, ja. Aber genau das war die Zukunft Amerikas. Genau das. Ja. Die Verbindungen zu 9-11. 2015 spielte diese Realität. Ja. Biff Tower. Ja. 2016 ist Donald Trump Präsident geworden. Diese Verbindungen zu 9-11, gerade mit dieser Pinewood Mall, die Twin Peaks Mall und Pinewood Mall. Und Pine Mall. Also ja. Da gibt's eine ganze Latte von Dingen, wo du sagen musst, das ist mehr als Zufall. Wieso hat 1985 ein Regisseur Dinge vorweggenommen, die dann 2001 plötzlich real werden? Also das ist so... Ich denk die ganze Zeit daran, wie heißt nochmal der Hauptdarsteller? Normalerweise kenne ich den Namen. Jetzt fällt er Michael J. Fox. Michael J. Fox, genau. Und der ist ja auch so schwer an Parkinson erkrankt. Ja, und jedes Mal, wenn ich die Filme gucke, muss ich auch irgendwie an ihn denken, weil ich den so unheimlich sympathisch fand. Dem hätte ich ja wirklich eine viel längere Filmkarriere gegönnt. Ne? Es gab zum 22. Oktober 2015 ein riesen Special, wo der Emmett Brown, Doc Emmett Brown und Marty McFly, also die beiden Schauspieler, auf einer Bühne waren und dann in dem DeLorean irgendwie so aufgetaucht sind. Oder wisst ihr das Datum genau? Das war 2015 im Oktober irgendwie. 22. Oktober 2015. Genau, und da haben die eine riesen Special gemacht mit Michael J. Fox in gleicher Klamotte, mit der roten Schwimmweste, wie sie es im Film gesagt haben und so. Es war ein Riesenfest. Hey, aber das war vor 7 Jahren. Ich weiß noch, wie 1985, 30 Jahre 2015 weg war. Und jetzt gucke ich 7 Jahre zurück. Also der Film war vor 37 Jahren. Oh mein Gott. Unglaublich. Ja, muss unbedingt in die Liste mit rein. Aber Charles, wir sind wieder bei dir angekommen im Reigen. Ich bin wieder da. Und ja, passt zum letzten Einhorn, und ihr wisst ja, mein Charakter ist ein bisschen widersprüchlich. Jetzt kommt der nächste Film. Das ist ein Science-Fiction-Film, und zwar Starship Troopers. Oh Gott, echt? Du hast Starship Troopers ausgesucht? Troopers ist Paul Verhoeven, ja, einer der brillantesten Filme, finde ich, überhaupt. Und der wird unterschätzt. Starship Troopers erschien, glaube ich, 1998 oder 99. Der war aus verschiedenen... Ich glaube eher, der ist eher... Vielleicht auch 97, bin ich sicher, aber so Ende der 90er. Und der basiert eigentlich auf einem Science-Fiction-Roman aus den 50ern. Da weiß ich jetzt aber nicht den Titel und den Autor, aber hat eine Romanvorlage. Und ich fand den Film, damals war ich Jugendlicher, total abgefahren, weil Science-Fiction war eigentlich immer relativ gewaltfrei. Also Star Wars war vielleicht das Brutalste. Und jetzt kommt Starship Troopers und ist ein brutales Gemetzel, und der ist einfach so schamlos brutal. Also die Menschen kämpfen gegen die Bugs, die werden abgeknallt, Leute werden zerfetzt, und das ist einfach so eine reine Macho-Welt, völlig überzeichnet.
aber transportiert ja eigentlich eine scharfe Kritik am Militarismus mit. Also man muss den auch mit kritischen Augen sehen. Eigentlich ist das ein Science-Fiction-Antikriegsfilm, der aber so unterhaltsam ist und auch in einem gewissen Sinne trashig, dass der genial ist. Und was natürlich auch immer wieder für die Qualität dieses Films spricht, ist Denise Richards, zum damaligen Zeitpunkt schönste Frau des Planeten. Sie ist das i-Tüpfelchen in dem Film und das war für mich als Jugendlicher der perfekte Actionreißer. So. Und kleine Ja, nee, bitte. Nur als Frage, Starship Troopers, ich kenne den Film nicht, aber ist das eine Verfilmung von hier Robert Heinlein, von diesem 50er-Roman? Ich glaube ja, dass der so heißt. Ja, jetzt wo du es sagst. Weil das gibt ganz natürlich, weil das ist auch interessant, so Robert Heinlein und dem sein Input so auf diese Counterculture Science Fiction Novelty. Der ist einer von diesen ganz einflussreichen Schriftstellern. Wollte ich nur wissen, ob das damit zu tun hat. Darf man hier auch Filmkritik üben? Nicht an Starship Troopers, aber gut. Ich habe den damals im Kino gesehen. Und ich bin aus dem Film rausgegangen und dachte, ich habe den schon gelöscht, als ich schon draußen war. Ich habe ihn natürlich nicht mit den kritischen Augen angeschaut, wie du das gemacht hast, Charles, dass das eine Kritik ist an dem Militarismus. Und wenn man das unter den Augen sieht, das habe ich damals dann auch ja, nicht. Aber der Film ist selber eigentlich eine Aneinanderreihung von sinnlosen Gemetzelabschnitten ohne Großhandlung. Und der eine Typ dann noch in diesem SS-Ledermantel, da gab es ja auch viele Anlehnungen so an die Nazi-Uniformen und so weiter. Das wurde sehr kritisiert damals auch. Also filmtechnisch fand ich ihn grottenschlecht damals. Wirklich, das war schlimm. Aber wenn du da mit, ich kann natürlich verstehen. Nein, aber ich kann verstehen, wenn du sagst Denise Richards, das kann ich natürlich verstehen. Also da bin ich ja wieder bei dir. Ja. Also ich fand Starship Troopers absolut großartig, auch ja, Top 10 bei mir natürlich nicht, aber so wie du ihn auch beschrieben hast, so dieses militaristische, leicht faschistoide, aber halt immer so auch, wir sind die Guten, ganz klar, ist auch in dem Film gar keine Frage, weil der Gegner ist irgendein ekliger Riesenkakerlaken-Typ von einem anderen Planeten. Ja? Da ist die Frage nach Gut und Böse natürlich erübrigt sich. Ja? Der ist völlig überzeichnet, ne? Völlig überzeichnet. Und Neil Patrick Harris in einer seiner ersten Rollen als der Oberwissenschaftler, der am Ende sozusagen die Lösung hat, ja, wie er den Brain Bug killt. Starship Troopers, gute Wahl, passt zu dir aber auch. Und mit dem Enkel von Robert Mitchum, glaube ich auch, ja, Casper Van Dien. Natürlich Casper Van Dien, ja, das ist auch einer, der hat danach nicht wirklich Karriere gemacht. Der hat noch nicht wirklich, das war seine größte Rolle gewesen, ne? Aber ich mochte ihn, ich hätte es ihm gegönnt, also ich fand ihn gut. Okay, ciao. Was ich auch, noch eine Sache, als ich den geguckt habe, war ich ja Jugendlicher. Und die Darsteller waren für mich alles Erwachsene. Wenn ich den heute gucke, die sind ja alle irgendwie Anfang 20, denke ich so, das ist ja, sind die alle so jung. Das ist auch ganz komisch. Ja, das ist sowieso etwas, wenn man Filme anschaut und die Schauspieler, die man früher als Kind, als Erwachsene gesehen hat, jetzt plötzlich als junge Erwachsene wiedererkennt. Das ist seltsam. Aber ich will ja aufs Alter hier nicht mehr anspielen heute. Nein. Stoner, ich möchte den Ball dir wieder zuschieben. Was ist deine nächste Wahl? Ich habe deine Liste vor mir. Ich schmeiß wieder einen Captain Obvious rein. James Bond. Live and Let Die. Leben und sterben lassen. Live and Let Die. Ja, hey, James Bond, es ist einfach so. Also wenn ich über Filme spreche, das sind halt Filme, die habe ich super oft gesehen. Die habe ich auch tatsächlich im Laufe einer Lebensspanne gesehen. Es gibt dieses Phänomen, viele von den Filmen, die einem als Teenager gefallen haben, das geht gar nicht mehr so, ja. Aber ich finde, so einen Bond kann ich mir heute auch noch anschauen. Gerade so diese alten. Warum? Weil mich das einfach auch fasziniert, so diese großartigen Drehorte, die da immer zum Vorschein kommen. Ne? Und jetzt aus all diesen Bond-Filmen, habe ich mich für Live and Let Die entschieden. Zum einen wegen den Drehorten in diesem Film und auch wegen dem Plot, um den es dort geht. Der Film fängt an, auch so eine legendäre Szene, wie sie in New Orleans so ein schwarzen Begräbnis ist. Ne? Spielen diesen New Orleans Blues, so Jazz, und gehen so ganz langsam, so, weißt du, so. Und dann so ein Agent ist da dabei.
Das spielt viel in New Orleans, das spielt viel in der Karibik, dann auch in Haiti. Das hat sehr viel zu tun mit Voodoo, mit Okkultismus. Da ist diese Frau, die immer die Tarotkarten legt, Weissagung. Alles Themen, die ich halt auch interessant finde. Und deswegen habe ich mich von all diesen James-Bond-Filmen, habe ich mich für den entschieden, was einer meiner absoluten Lieblingsfilme auch ist von James Bond. Vielleicht noch für die Filmfans. Es war der erste Bond mit Roger Moore. 1973 ist er rausgekommen und ja, Leben und Sterben lassen. Baron Samedi. Großartig. Heutzutage unvorstellbar, die ganzen Geschichten, der ganze Sexismus, der in den Bond-Filmen drin ist. Das ist, heutzutage würde das würde nie wieder funktionieren. Also, no chance, ja. Aber ich fand das damals cool. Das war doch mit dem Typ, der da diese Totenkopf, Skelettfigur gespielt hat und so. Ja, es ist halt dieser Voodoo-Priester gewesen und Zombie und all diese Sachen. Und die finde ich auch heute, das ist halt interessante Themen, so dieser karibische Okkultismus. Ja. Tarot ja auch, ja. Seid ihr Bond-Fans? Hey, wenn ihr Bond mögt, dann geht einen Bond da draußen so. Ich bereue gerade bitterlich, dass ich nicht meinen Lieblings-Bond-Film in meine Liste aufgenommen habe, weil ich habe auch einen Lieblings-Bond-Film. Das ist GoldenEye, aber habe ich nicht in die Liste reingenommen, jetzt ist es zu spät, um über den zu reden. Ich bin überhaupt kein Bond-Fan. Ich fand Bond das erste Mal gut mit Casino Royale, weil Bond da zum ersten Mal geblutet hat. Ja, das war mal ein bisschen realistischer als alle anderen davor. Konnte mich nie dafür erwärmen, aber ich habe auch nichts gegen James Bond. Aber natürlich ist subtil die Tatsache, dass natürlich ein enormes politisches Framing auch mit dieser Figur einhergeht. Aber rein cineastisch, ja klar, tolles Popcorn-Kino. Ja. Vielleicht noch eine Story dazu. Robert, du wirst es auch wissen. In München, da gab es ein Kino, das gibt es natürlich immer noch am Sendlinger Torplatz. Oder nee, das war am direkt am Stachus. Da war so ein Kino und mehrere Säle, wie es halt immer so ist. Und in einem Saal lief immer nur James Bond. Über Jahre, Jahrzehnte so. Und da wusste man einfach, weißt du, so als Kid, so mit 12, hey, was machen wir heute? Das ist ein bisschen Geld. Okay, komm, wir fahren in die Stadt, wir gehen ins Kino. Und dann wusstest du, gehst da hin und da läuft irgendein James Bond. Da liefen eben auch dann die Alten, so dass ich die alle als Kinofilme auch erlebt habe. Nicht im Fernsehen, sondern diese Filme habe ich im Kino gesehen. Obwohl 1973 hätte ich den offensichtlich nicht gesehen. Und Grüße an dieses Kino, so. Wer sich da noch erinnert in München, da gab es ein James-Bond-Kino die ganze Zeit. Und das 24-7 oder halt nur während der normalen Spielzeit? Nein, nicht 24-7. Okay. In München gibt es überhaupt nichts 24-7. Naja, gibt es schon. Ein Erotik-Kino gewesen. Gibt es schon, ja, gibt es schon. Okay, dann bin ich wieder dran. Und zwar geht es bei mir ins Jahr 1994. Ich war in Phoenix, junger, kleiner Flugschüler bei der Bundeswehr, unterwegs in Amerika 2 Jahre lang. Und ich habe tatsächlich im Original, lange bevor er in Deutschland gekommen ist, habe ich... My mama always said, life is like a box of chocolate, you never know what you're gonna get. Forrest Gump. Und Tom Hanks damals seinen zweiten Oscar bekommen für die Darstellung des autistischen Forrest Gump. Und der hat mich damals so vom Kino her so geflasht, wirklich. Das war so das ist ja eigentlich eine Tragikomödie, ja. Das ist wirklich auch ihm gelingt eigentlich fast alles. Er trifft alle Präsidenten, er kriegt Millionen und Preise und alles. Und seine Lebensgefährtin, die kommt von einem Schlamassel ins nächste, von Kindesmissbrauch, Betrogen, Prostitution, alles. Irgendwie ein Schlamassel mit AIDS-Tod am Schluss. Also, es ist wirklich ein Drama, es ist echt ein Drama, ja. Und aber die Umsetzung von dem Film und auch wieder Robert Zemeckis, ja, der Film, die Musik, die Klaviermusik, dieses Hauptthema durch diesen Film, wenn ich nur 3 Töne oder 3 Akkorde höre von dieser Musik, dann bin ich sofort wieder im Kino in Phoenix und heul Rotz und Wasser. Das war so emotional auch, dieses kleine Mädchen, das die kleine Jenny gespielt hat und so, das ist echt, also das war ein zauberhafter Film, den werde ich nie vergessen, dieses eine Erlebnis da auch, ja. Der Film gehört ja eigentlich zu einem Genre an, das ein Literaturgenre ist, der sogenannte Schelmenroman. Also es gibt ganz viele von, auch bis ins 17. Jahrhundert in ganz Europa eigentlich solche Forrest Gump-artigen, schelmhaften Figuren, die so ein bisschen trottelig daherkommen, aber immer irgendwie Glück haben und so verschiedene Abenteuer erleben. Es gibt einen ganz berühmten deutschen Roman, Simplicissimus, der im 30-jährigen Krieg spielt. Es ist letzten Endes auch so eine Art Schelmenroman. Und Forrest Gump ist eine Hollywood-Version
halt dieses Genres. Weil du jetzt auch gesagt hast, Tragikomödie ist natürlich, der Film ist tragisch, aber eigentlich ist es diese Schelmengeschichte. Wieder was gelernt. Herzlichen Dank. Na, stark. Deswegen haben wir Charles eingeladen, damit wir Wenn eben auch ich mal nicht dieses Kulturleben gerade steigt. In dem Proletenhaus hängen lasse und Frank mich hier zensieren muss, kommen hin und wieder auch mal Perlen aus meinem Mund. Ja, also ich fand Forrest Gump natürlich auch hervorragend, ja, einer seiner besten Filme, ja, wenn nicht sogar sein bester, würde ich Ich sagen. glaube ja. Also ich kenne jetzt keinen, der drüber geht. Also das war wirklich auch das. Es ist einer der besten Filme, würde ich auch zustimmen. Ich glaube, der ist nur aus dem Grund nicht auf meiner Liste, weil ich den so übertrieben oft geguckt habe, dass das irgendwie schon so selbstverständlich ist. Es ist also, den habe ich bestimmt über 20 Mal gesehen, locker. Es gibt ein paar Filme, die gehören genauso wie Zurück in die Zukunft, ja. Eigentlich, es gibt weit mehr als 10 Filme, die definitiv auf eine Top-10-Liste müssen. Ja, das ist das Problem. Deswegen finde ich es gut, wenn man es vielleicht auch ein bisschen persönlicher macht, ja, und von diesen Blockbuster-Dingern vielleicht sich da gar nicht so beeinflussen lässt. Aber Forrest Gump natürlich einer der größten Filme aller Zeiten. Ich Gar habe keine Frage. deswegen Forrest Gump ausgesucht, weil bei den Filmen, die jetzt in meiner Liste stehen, ist auch mit das Kinoerlebnis wichtig. Wie du sagst, Richtig. es sind so viele gute Filme, die ich in meinem Leben schon gesehen habe, die, wenn du den Film ausschaltest, dann erst richtig im Kopf anfangen, wo du erstmal drüber nachdenkst, boah, was war das jetzt eigentlich? Und beim zweiten Mal gucken, du das erst wirklich richtig verstehst, was er Inception war, dann zum Beispiel so einer, den musst du mehrmals gucken und wird immer besser dabei. Aber Forrest Gump war halt einfach dieses, ich war weit, weit weg, wirklich. Ich war 2 Monate weg, das war schon irgendwie am Schluss der Ausbildung nach 2 Monaten in Amerika und dann so ein Gefühl und das war wirklich, deswegen habe ich diese Filme da drin, was ein Kino macht, dieses Entführen in eine andere Welt. Das werdet ihr merken, bei meinen Filmen, da ist es oft so, dass man wegkommt von der Realität, sondern einfach das, was Kino eben ausmacht, uns in eine andere Welt zu entführen. Und das fand ich großartig, ja. Aber wer ist denn als nächstes dran? Da kommt Ja, jetzt. Frank, du hast ja selber schon eigentlich eine Brücke gebaut, indem du gesagt hast, es müssen auch nicht nur die Blockbuster sein. Was ist dein nächster Nominee? Was nehmen wir denn? Ich habe, wie gesagt, auch kein Ranking. Aber ich glaube, was ganz gut passen würde, jetzt auch so in die Zeit Anfang der 90er, von 1990 ist der Film, glaube ich, und zwar Zeit des Erwachens. Ach, den kenne ich gar Habe nicht. ich den? Da ist Scheiße. er. Ja, Zeit okay. des Erwachens, ich weiß gar nicht, ich habe den nicht im Kino gesehen, ich habe den im Fernsehen oder damals gab es doch noch Premiere. Kennt ihr den Sender Premiere Anfang der 90er, wo Ich man kenne noch. so als allererstes so gucken durfte, was jetzt irgendwie gerade mal vor einem halben Jahr erst im Kino lief, so also nach dem Motto. Und da hatte ich den gesehen, Zeit des Erwachens ist eine Verfilmung eines Romans von, nee, keines Romans, sondern eines Tatsachenromans von Oliver Sacks. Der hat in den 60er Jahren in einem New Yorker Krankenhaus mit Menschen, die in einem komatösen Zustand waren, und zwar teilweise von Geburt an, andere sind erst später in diesen komatösen Zustand gefahren und hatten spastische Lähmungen. Und mit denen hat er experimentiert mit der Droge L-Dopa. Und dieser Oliver Sacks hat das in einem Buch zusammengefasst. Der hat da ganz dramatische Sachen erlebt. Und 1990 wurde das verfilmt mit Robert De Niro und Robin Williams in der Hauptrolle. Und da spielt Robin Williams eben einen Arzt, der eben auch in einem Krankenhaus arbeitet, irgendwie 2 Dutzend spastisch gelähmte, komatöse Patienten hat und den halt beginnt, L-Dopa zu verabreichen und immer höhere Dosen zu geben, bis die plötzlich aus ihrem teilweise 10, 20, 30, 40-jährigen Schlaf erwachen. Ja. Der hat dann halt irgendwann die richtige Dosierung gefunden und Robert De Niro spielt halt einen Patienten, der seit Kindheit an irgendwie halt diese komatöse Lähmung hat und der erwacht dann halt im Alter von 50, 60 Jahren oder so plötzlich wieder und ist aber im Geist noch ein Kind. Und das macht er dann mit der ganzen Station, der erwacht, der lässt mit dieser Droge L-Dopa halt diese ganzen Koma-Patienten wieder erwachen. Und die fühlen sich aber alle teilweise wie Kinder und wie Jugendliche, obwohl die alle schon im hohen Alter sind und ihr ganzes Leben lang nur im Krankenhaus daher vegetiert haben. Aber die wollen dann halt raus und Spaß haben und Disco und die sehen es gar nicht ein, wieso die jetzt da in dem Krankenhaus bleiben müssen und so weiter. Und das endet aber ganz dramatisch, weil natürlich werden die dann rückfällig, irgendwann wirkt die Dosis nicht mehr, der Arzt bekommt Probleme mit der Krankenhausverwaltung, die natürlich immer Druck macht und darf der das überhaupt da mit den Patienten experimentieren?
diskutieren und so. Und der sagt, na, das hilft ihnen doch. Und also ein wirkliches Drama, welches auf wahren Begebenheiten beruht. Und ich habe keine Ahnung, wieso mich dieser Film mit 10 Jahren so dermaßen getriggert hat. Weiß ich nicht. Vielleicht war es Penelope Ann Miller. Keine Ahnung. Aber ich bin danach riesengroßer Robert De Niro-Fan, jahrelang gewesen. Ich bin auch dadurch irgendwie dann zum wirklichen Kinofan und Cineasten geworden. Weiß ich nicht, warum ausgerechnet dieser Film das bei mir ausgelöst hat. Ich weiß aber, dass ich von dieser schauspielerischen Leistung so damals total beeindruckt war. Und Zeit des Erwachens. Wer mal wirklich ein Tränendrama braucht, ja, kann ich diesen Film empfehlen. Vor allen Dingen eben, weil er auf einer wahren Begebenheit beruht. Und das finde ich immer besonders spannend. Ja. Aber Robin Williams hat offensichtlich ein Thema mit diesen Medizinfilmen, weil Patch Adams hat er doch auch gemacht, wo er diesen Arzt gespielt hat, der erstmal den Patienten wieder in den Vordergrund gestellt hat. So, kennst du ja, ne? Der Club der Toten Dichter geht in die Richtung. Das ist nicht Medizin, aber er ist immer so der Außenseiter in diesen Rollen, der dann irgendwie so ein Spezialprojekt macht, irgendwie was anderen hilft. Ne? Unfassbar. Der lustigste Mensch der Welt nimmt sich Leben. Der war tief depressiv, ja. Unfassbar, wirklich. Also das hat die ganze... Ja, der tragische Clown, ne? Die ganze Welt hat das nicht verpackt, also es ist unglaublich, wirklich. Ja, der tragische Clown, also das trifft wirklich auf Robin Williams zu, ja. Genau das war er. Ja, dann hat sich der Kreis schon wieder geschlossen. Dann sind wir wieder beim Charles angekommen. Ich musste meine Liste ändern. Robert, ich habe dir einen neuen Film geschickt. Geht nicht mehr. Du musst jetzt bei deinem Film bleiben. Aber mir ist ein Film eingefallen, der ist echt wichtig. Robert, guck mal dein Skype. Ich habe dir auch noch was geschickt. Zu spät, Robert, zu spät. Jede Karte nochmal nach. Oh shit. Da muss das, ohne das Cover gehen. Der Film muss rein. Es tut mir leid, dass ich hier die Extrawurst nehme. Das ist unfassbar. Aber ich weiß auch nicht, warum der mir bei der Aufnahme... Heben dir für später auf und gib Robert die Chance, dann noch ein Cover zu. Na gut, so. Dann machen wir jetzt einen anderen. Okay. Ja, genau. Dann mache ich den nachher rein. Während ihr quatscht, dann kann ich den reinpacken. Ja, sag mal. Dann mache ich jetzt mal extra einen, nicht so bekannt, und zwar den Film Sein oder Nichtsein von Mel Brooks. Wo ist der denn? Be or Not to Be, großartig. Hä? Dieser Film ist wirklich brillant. Das ist in meinen Augen eine der brillantesten Komödien, die je gemacht wurden. Ich glaube, der ist aus den 80ern. Und Mel Brooks, manchmal so ein überdrehter Humor. Ich finde, in dem Film geht's aber. Was an dem Film so witzig ist, es ist eine Verwechslungskomödie. Und du lachst dich wirklich Schrott und du heulst vor Lachen. Aber der Film kommt komplett ohne all diese Elemente aus, die heutzutage witzig sind. Das heißt, ohne plumpe Witze, ohne Fäkalsprache, ohne sexistische Witze. Das ist eigentlich brav. Das kannst du mit Kindern gucken. Aber es ist so, es ist intelligent. Der Humor ist super intelligent. Das spielt während des Zweiten Weltkriegs in einem polnischen Theater. Der Film fängt auch an auf Polnisch und dann nach 2 Minuten wechseln sie die Sprache, weil dann kommt so eine Kommentatorenstimme und sagt, das kann man dem Publikum nicht zumuten. Und es geht um einen Theaterchef, der auch Schauspieler ist, und der ist grottenschlecht. Und jetzt marschiert die Wehrmacht in Polen ein und ausgerechnet kommt in sein Theater das Hauptquartier der Gestapo. Und jetzt gibt es unter den Polen Widerstandskämpfer und ein Verräter. Und er kriegt davon Wind, dass es einen Verräter unter den polnischen Widerständlern gibt und spielt jetzt dem Gestapo-Chef immer vor, er wäre der Verräter, und dem polnischen Verräter spielt er vor, er wäre der Gestapo-Chef. Und er muss immer die Rollen wechseln. Und er wächst, obwohl er eigentlich ein lausiger Schauspieler ist, dann über sich selbst hinaus. Am Ende wird es immer absurder, meldet sich Hitler dort zu einem Besuch in diesem Theater an. Und da gibt es so verschiedenste Verwechslungen, weil es immer absurder wird, weil er immer die Rollen tauschen muss. Und das ist so genial gemacht. Es ist auch so einer dieser Filme, der sich so langsam aufbaut. Die ersten 20 Minuten sind total langweilig und überhaupt nicht witzig. Und dann nimmt der so Fahrt an, wenn man so in der Handlung drin ist, und du lachst dich einfach Schrott. Sein oder Nichtsein ist ein brillanter Film. Starke Nominierung, Charles. Kann ich mich auch erinnern an den Film. Nicht zuletzt auch, weil dann der von Mel Brooks auch selbst gerappt, gab es da auch aus dem Soundtrack einen Hit. Also der Song To Be or Not To Be oder auch der Hitler-Rap genannt. Das ist auch etwas, was ja heute wahrscheinlich schwierig wäre in dieser politisch aufgeladenen Korrektheit.
damals Mel Brooks so auch wieder eine Referenz an Charlie Chaplin, so als Hitler auftreten. Er hat dann so gerappt und die haben da so rumgetanzt und so. Ey, absolut freaky stuff. Ey. Also ich weiß auch nicht, ob man es im Sinne der heutigen politischen Correctness sagen darf, aber ich sage es, ich meine es positiv. Es ist auch aus meiner sehr typisch jüdischer Humor. Also es gibt ja also so ganze Genre jüdischer Witze und Komik, viele jüdische Komiker, und Mel Brooks ist so ein typischer Vertreter davon. Also, und das ist sehr charmant, sehr intelligent und charmant, also der Humor. Super Nominierung, starker Film. Habe ich schon lange nicht mehr dran gedacht. Ja. Männer, das kennt ihr nicht, Mel Brooks, To Be or Not To Be. Mel Brooks kennen, natürlich kennen wir den, aber ich... Ah, ihr kennt alle. Den hat man nicht auf dem Zettel, aber guck den mal richtig in Ruhe, der ist genial. So richtig auf dem Schirm habe ich ihn nicht mehr, ehrlich gesagt. Ich habe den gesehen, aber lang, lang ist es her. Und das ist auch so ein Film, der läuft ja heute auch nicht bei Amazon Prime oder Netflix über die Füße. Ja? Also da musst du schon gezielt nachsuchen. Wie überhaupt nach fast allen guten Filmen. Ja? Also die Filme, die ich zum Beispiel alle hier auf meiner Liste habe, die findest du zwar alle, aber die werden dir jetzt nicht irgendwie empfohlen bei irgendwie und beliebt und bla, sondern... Das ist ganz unten in der digitalen Ecke. Wer ist dran? Icke. Und ich kann den Ball auch eigentlich hier perfekt aufnehmen, denn mein nächster Film ist sowohl ein absoluter Klassiker in der Filmgeschichte, aber es ist auch tatsächlich ein Film, der auch gewisse Propagandazwecke erfüllt, was im Kino nicht selten ist. Film von 1942, Casablanca. Das ist so zu meinen Lieblingsfilmen, ja. Jetzt mein Lieblingsfilm. Und es ist tatsächlich so, es ist nicht nur, dass ich jetzt irgendwie so nerdmäßig irgendwie so ein Ding reinschmeiße, sondern tatsächlich, das fällt so eine Phase in mein Leben. Da war ich so 17, 18 rum. Und in dem Alter, ich war vorher immer so rebellisch unterwegs, auch in der Schule. So. Und ich habe mir, weißt du, alles, was so bildungsmäßig von der Schule kam und so dieses Erzieherische, da war ich schon immer so rebellisch dagegen. Aber es war so in dieser Zeit des Erwachsenenwerdens, wo ich so das für mich überschritten habe, diese Hemmung, dass irgendwie alles, was ernsthaft ist, dass es irgendwie mit Schule zu tun hat und dass ich halt irgendwie Rock'n'Roll bleibe. In der Zeit habe ich angefangen, mal ernsthafte Bücher zu lesen, mal richtig Bücher zu lesen. So. Und in der Zeit habe ich eben auch dann diesen Film entdeckt. Und ich kann mich noch genau an diese Situation erinnern. Es war so ein Sonntagmorgen oder Sonntagnachmittag, noch in den 80ern. Ja, da gab es noch nicht so viele Fernsehsender und irgendwie mir ist noch die Nacht vorher in den Knochen gesteckt. Und dann chillt man halt so vor sich hin und was kommt da in Glotze? Und dann, es war für mich so immer so, oh, Casablanca, weißt du, schwarz-weiß, irgendwie langweilig, bäh, könnte in der Schule kommen. Aber es kam halt nichts anderes. Und dann habe ich das so angeschaut und ey, das hat mich voll gefesselt, so ey, total. Was für eine krasse Story, so im Zweiten Weltkrieg und großartig. Ich habe den Film dann wirklich so genossen und ich habe den dann öfter noch angesehen. Und das ist tatsächlich, weil es für mich so einen persönlichen Impact hatte. Das ist so ein Film, den habe ich so an der Schwelle zum Erwachsenenwerden gesehen. Das ist einer so, der mir gezeigt hat, hey, du kannst auch so, dich den Klassikern nähern. So. Und da ist auch Spannendes zu entdecken. Es muss nicht alles nur so oberflächlich irgendwie sein. Ne? Casablanca, kann ich nur empfehlen. Hat die Ingrid Bergman nicht eine ganze Reihe von Oscars abgesahnt? Eine derjenigen, die am meisten Preise gekriegt haben, glaube ich. Da war doch was. Mit Catherine Hepburn zusammen. Also ich glaube, 2 oder 4 Oscars. Eine von den beiden hat wirklich mehr Oscars gekriegt wie irgendeine andere Frau. Ich glaube, Meryl Streep ist da schon mit dabei, jetzt aber mit 3 Oscars. Aber die war damals halt, na, die Ingrid Bergman. Ja, das war, was war die, norwegisch oder schwedisch? Schwedisch, ich lese es auch gerade nach. Guck mal, wie es mit den Oscars war. Also wirklich auch eine Ikone der damaligen Zeit, natürlich mit Humphrey Bogart. Das waren die Kultfilme schlechthin. Wann sagst du, war der im Krieg? 40er Jahre, oder? 1942. 42, ja. Im Krieg gedreht dann wahrscheinlich auch. Ist ja auch natürlich, genau, es ist auch natürlich ein Propagandafilm. Mhm. Und die Deutschen werden natürlich dort ganz mies dargestellt. Aber trotzdem ist es halt einfach großartig, wie es umgesetzt ist. Und eben auch nicht so plump, wie heute oft da so Agendas reingebracht werden. Sonst immer noch die ganze Geschichte, die ganze Erzählung ist einfach cool. Ja. Und natürlich legendäre Filmzitate wie... Ich hau die mal falsch raus, ja. Aber so frei nach Casablanca, ich glaube, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Also diesen Satz, den kann man öfter im Leben dann anbringen, ne? Das ist einfach stark. Ja. Ist das nicht hier, ich schau dir in die Augen, Kleines? Ja, das ist auch Humphrey Bogart natürlich, ja. Ja. Casablanca. Also was berühmte Filmzitate betrifft, ist der Film auf jeden Fall ganz vorn. Ja. Schieß mal rein, Sam. Ich habe den, glaube ich, nie komplett gesehen.
Ich habe den auch gar nicht geguckt, deshalb bin ich still. Ist zu jung, glaube ich, ja. Aber selbst sind wir in dem Fall ja alle. Aber ist zu jung, 1942, da waren wir alle noch. Waren wir alle jung, meinst du? Ich war ja auch mal in Casablanca, das kommt da auch dazu. So. Ich war tatsächlich in der Stadt auch schon in Marokko, was aber nichts mit dem Film zu tun hat, aber egal. Ja, weiter. So, ja, ich bastel gerade an meinem Bild, dass das auch wunderschön ausschaut. Die Dinge muss man natürlich auch immer ein bisschen im Bild schön zeigen. Da ist noch so ein hässlicher Rand außenrum. Ich mache hier gerade Bildregie live sozusagen. Also mein nächster Film ist auch wieder von Pixar, weil da finde ich einfach alle Filme toll. Ich habe 1982 Tron im Kino gesehen. Mein erster Kinofilm, wo ich selber ins Kino gefahren bin, im Nachbarort, hieß Tron. Ja, und da habe ich gelesen, dass da zwei Computer, so groß wie ein Zimmer, jeder für 2 Jahre gearbeitet hat, um diese billigen Animationen von Tron 1982 zu machen. Und seitdem bin ich für Animationsfilme eigentlich immer zu haben. Und dann fing es ja damals an mit Toy Story und das große Krabbeln und was da alles kam und so weiter. Und oben ist der Film, den ich mir ausgesucht habe, noch von vielen, vielen guten Pixar-Filmen. Die Geschichte von dem alten Herrn, der, nachdem seine Frau gestorben ist, den Lebenstraum des Ehepaars zu erfüllen, indem er mit seinem Haus, mit den Ballons auf den großen Wasserfall, auf einen der Tafelberge nach Venezuela fliegt und dabei den kleinen Jungen dabei hat und große Abenteuer erlebt. Und auch da ist es wieder so eine Geschichte gewesen. Wir waren im Kino, meine Frau und ich, und jeder, der den Film, wer kennt ihn von euch, den Film? Du, Charles, sondern du nicht? Der Beginn, da ist doch bevor, also im Vorspann, wo die ganze Geschichte erzählt wird, sieht man, wie der Junge und das Mädel sich kennenlernen und dann ihr ganzes Leben lang miteinander verbringen und eigentlich immer dann, wenn sie was gespart haben und sie möchten dann auf Reisen gehen, dass dann plötzlich irgendwas schief geht und es klappt doch nicht und es klappt doch nicht und es klappt doch nicht. Und ich war damals mit meiner Frau im Kino und es war so ein bisschen so dieses ganze, oh mein Gott, das ganze Leben, man möchte immer ständig was machen und es klappt dann doch nicht. Und das war so emotional am Anfang schon, dass der Film mich komplett mitgerissen hat. Und natürlich aber die Geschichte ist einfach super erzählt, wie alles, was bei Pixar kommt. Aber der Film, der ist wirklich der alte Mann, wie er so vom grumpy old man, vom griesgrämigen Typen dann zu einem lieben, netten Opa wird. Und da ich nie so einen Opa hatte, war das vielleicht auch so ein Grund dafür. Außerdem, irgendwie, ich schwöre euch, ich schwöre, der Mann, der hier Vorbild ist für diesen älteren Herrn, der hat bei mir gelebt. Ich bin eines Tages mal an dem Mann vorbeigefahren, der war 1:1 das Gleiche. Das quadratische Gesicht, die schwarze Hornbrille, so einen Stock, so die verkrümmte Haltung, eine Fliege und stand da so dran und hat gewartet, bis er abgeholt wird. Ich schwöre bei Gott, dass dieser Mann, das muss das Vorbild gewesen sein, weil der war so 1:1 der Charakter aus diesem Film. Und eine Nachbarin von mir hat den auch mal gesehen. Wir haben uns kaputt gelacht, wo wir uns die Geschichte erzählt haben. Also oben, ganz weit oben bei allen Pixar-Filmen hier bei mir. Ihr kennt ihn alle, oder? Ich habe den einmal gesehen und der ist mir aber sehr gut in Erinnerung. Und ich fand den so tragisch, melodramatisch. Der hat mich irgendwie mitgenommen. Ich kann den nicht gucken, obwohl der so gut ist. Der triggert irgendwas bei mir, der macht mich traurig. Ja, natürlich. Es ist ja auch irgendwie am Anfang schon dieses Drama. Er träumt sein Leben lang mit seiner Frau da irgendwie auf große Reisen zu gehen und dann ist es aber nicht. Dann kommt immer was dazwischen und dann, und die Geschichte, die Moral von der Geschichte ist vielleicht auch, hey, dann nimm die Chance, sobald sie sich gibt, zack, ergreift die Chance und macht es. Weil vielleicht ist es irgendwann zu spät, ja. Also vielleicht ist das die große Botschaft von diesem Film. Aber dann ist der Herr Höfer wieder dran, fällt mir gerade auf. Gut, dann mache ich mal ein bisschen Kontrastprogramm hier zum Kindertrickfilm. Requiem for a Dream ist ein Film, der auf meiner Top-10-Liste schon seit ich ihn das erste Mal gesehen habe, im Jahr 2004 muss das gewesen sein. 2003, 2004 habe ich den, glaube ich, gesehen. Ich weiß gar nicht, wann der ist. Da geht es um 4 Einzelschicksale, die miteinander verwoben sind. Also es geht um eine Mutter mit ihrem Sohn und dessen drogensüchtigen Freund und seine Freundin. Und diese 4 Schicksale sind halt miteinander verwoben. Warum ich diesen Film aber vor allem auf meiner Top-10-Liste habe, ist, weil das mein absoluter Lieblingsfilm ist, was Montage, Musik
und Ästhetik betrifft, der ist einfach total genial geschnitten. Es ist von der Handlung her ein absoluter Drogenfilm. Es ist ein Megadrama, ein Sozialdrama. Es endet tragisch und sollte sich jeder, der überlegt oder darüber nachdenkt, Drogen zu nehmen, unbedingt vorher anschauen. Ja. Eine fantastische Jennifer Connelly, ein hervorragender Jared Leto, der völlig unterschätzt ist, meiner Meinung nach. Das ist nämlich ein hervorragender Schauspieler, der auch in Fight Club wirklich eine brillante Performance abgeliefert hat. Und ja, also wer auf ästhetische Bilder mit einer geilen Montage und der besten, darauf lege ich mich persönlich fest, der besten Filmmusik, die es überhaupt gibt, sollte sich Requiem for a Dream angucken. Aber Vorsicht, der Film ist hart. Ne? Der ist wirklich hart. Mhm. Ja. Den guckt man nicht mal einfach so weg. Der nimmt richtig mit. Also es ist ein richtiges Drogendrama. Und der ist auch sehr realistisch dargestellt. In wunderschönen Bildern. Ist auch ein bisschen schizophren, ja. Die absolute Top-Ästhetik dieses Films mit dieser absolut grauenhaften eigentlich Handlung, die da dargestellt wird. Eine Frage, Frank, warum diese Faszination an so Filmen, die einen dann runterziehen? Ist das der zieht mich nicht runter, der peppt mich unglaublich auf, wenn ich ihn angucke. Das ist ein Geschmacksfeuerwerk, dieser Film, ja, ein Sinnesfeuerwerk. Wenn du für Kameraeinstellungen, für eine geile Optik, für eine fette Tiefenunschärfe, für eine geniale Beleuchtung, den perfekten Schnitt und dann noch die perfekteste Musik, ja, wenn du darauf stehst, dann kommst du an diesem Film nicht vorbei. Ja. Und die Handlung ist dann schon fast nebensächlich, aber sie ist genial und Gott sei Dank auch mit fantastischen Schauspielern. Ja, Jared Leto und Jennifer Connelly sind beides sehr gute Schauspieler. Jared Leto hat ja sogar einen Oscar gekriegt und Jennifer Connelly, die ist ja auch schon seit Jahrzehnten, ist ja die schon dabei. Große Schauspieler. Marlon Wayans, wer war das nochmal? Der Sohn von Damon Wayans, gell, ist das? Aber, kann sein, ja. Nee, ich glaube der Bruder, nicht der Sohn. Ist auch egal. Anyhow. Also wer was ab kann und ein bisschen so auf Filmästhetik steht und Musik, ist natürlich Geschmackssache, gar keine Frage, ja. Aber ich finde, das ist ein Film, der ging bei mir sehr, sehr tief. Ja. Also der hat mich nicht nur einfach bewegt, sondern der hat wirklich auch was Beklemmendes auch irgendwo bewirkt. Und das zeichnet einen Film natürlich aus, wenn er dazu in der Lage ist. Ja. Weil du fragst, warum Filme, die mich runterziehen. Naja, weil der das schafft. Ja, das ist gar nicht so leicht. Ich war Cutter beim MDR und du hast schon oft festgestellt, dass ich in manchen Sachen recht abgestumpft bin. Was stimmt, ja. Ich habe schon eine Menge Scheiß gesehen, auch als Rohmaterial und so weiter. Und wenn dann so eine fiktionale Handlung, es ist ja keine wahre Begebenheit, trotzdem so ein Drama darstellt und es schafft, dass ich Beklemmungen habe, dann ist das ein Top-Werk. Ja, genau danach sehne ich mich auch. Ja. Ich muss nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen haben, sondern ich gebe mir natürlich auch das, was mich nicht grundsätzlich irgendwie beklemmt, aber wenn es das schafft mit so einer Ästhetik und so einer Musik, ja, es ist nicht die Handlung, die mich beklemmt, sondern dieses Gesamtwerk, ja, die Komposition. Der Film ist wirklich eine Komposition, so würde ich es nennen. Das sind nicht einfach nur verschiedene Dinge, die miteinander agieren, sondern das ist ein Orchester an, ach, ich höre jetzt auf zu schwärmen. Guckt es euch an. Robert, ich bin dran, ne? Du bist dran, Charles. Robert, konntest du meinen geheimen Wunsch einbauen? Dann würde ich ihn jetzt bringen. Moment, das war beim Frank habe ich es geschafft, fällt mir gerade ein. Aber warte mal, das kann ich bei dir auch machen. Jetzt pass auf, Charles, der hat doch hier, zack. Sag Bescheid, wenn es losgeht. Ja, du kannst ja schon mal ein bisschen die Ouvertüre starten hier. Es ist ein Film, der hochphilosophisch ist, der mystisch ist, der abgefahren ist und der in den letzten 2 Jahren auch eine seltsame Brisanz gewonnen hat. Es ist der Film 12 Monkeys. 12 Monkeys, alter Schwede, ist dieser Film geil. Ich weiß gar nicht, warum der nicht auf meiner Liste war. Fiel mir eben erst ein, Charles, du musst 12 Monkeys darauf nehmen. Fangen wir doch mal von vorne. Erstmal schauspielerische Leistung. Bruce Willis und in einer Nebenrolle Brad Pitt in wahrscheinlich mit ihren besten Rollen. Also Brad Pitt spielt einen Geisteskranken so überwältigend gut, dass ich ihm das sofort abkaufe. Bruce Willis spielt jemanden, der im Laufe des Films
geisteskrank gemacht wird oder in Situationen kommt durch Zeitreisen, die einen einfach nur brechen. Und das bringt er rüber, wie er daran kaputt geht. Der Plot des Films, irgendwann in der Zukunft, ich weiß gar nicht welches Jahr, vielleicht ist das aus unserer Sicht auch schon wieder die Vergangenheit, gibt es eine weltweite Pandemie. Die Menschheit wird mehr oder weniger ausgerottet und überlebt so in der Erde, im Untergrund, in so Bunkern. Und sie haben aber, und sie wissen auch gar nicht wirklich, woher diese Pandemie kam. Man hat aber so ein paar Informationen, dass eine Organisation namens 12 Monkeys wohl so ein Virus freigesetzt hat. Und jetzt haben sie eine Zeitmaschine und schicken einen Gefangenen, das ist Bruce Willis, in die Vergangenheit. Das wäre dann die Gegenwart, also in dem Fall die 90er. Und er soll jetzt Informationen sammeln über diese 12 Monkeys. Und ich will gar nicht spoilern für Leute, die ihn noch nicht geguckt haben. Deshalb will ich jetzt nicht so richtig verraten, was da passiert. Aber der wird immer in die Vergangenheit geschickt und dann holen die ihn zurück und verhören ihn. Er ist ja ein Gefangener, schicken ihn wieder in die Vergangenheit. Allerdings sind dann schon wieder ein paar Jahre vergangen. Da lernt er Leute kennen. Und ich finde, dieser Film ist von der Handlung, das ist genial. Einfach nur brillant. Auch der hat dann auch so, weil der sich selber dann noch da als Kind sieht und solche Sachen, ganz abgefahren. Schauspielerische Leistung brillant, aber die Atmosphäre. Das ist einer der wenigen Filme, die mich auf so eine Art erschaudern lassen oder wo ich wie so ein Gruseln habe, aber nicht wie bei einem Horrorfilm, sondern das ist so düster und atmosphärisch, das zieht mich so rein, dass ich wirklich, weil ich mich dann so mit Bruce Willis so identifiziere beim Gucken, denke, boah, das ist so ein Boah-Film. Und der lief auch immer im Fernsehen irgendwie nur so ab 22 Uhr. Den habe ich auch grundsätzlich irgendwie so alleine in meinem Zimmer irgendwie geguckt, während so der Computer lief und dann immer rüber geguckt, völlig fasziniert im Dunkeln immer diesen Film gesehen. Und der ist total düster und dystopisch und gleichzeitig einfach nur brillant. So, und jetzt müsst ihr kommentieren. Ja, das ist der Urfilm aller pandemischen Filme. Da siehst du mal, wie lange nee, das schon... war Outbreak. Outbreak 95 und dann kam 12 Monkeys. Dann kam 12 Monkeys, ja. Ja, siehst mal, wie lange die Leute schon geprimed haben, um auf diese Themen abzugehen, ja. Also bei 12 Monkeys würde ich nicht sagen, dass die Pandemie-Geschichte so wirklich im Vordergrund ist. Da geht es mehr um diese Zeitreisengeschichten und die Psyche und Abgründe und auch letztlich um die Frage, kann man den Ablauf der Zeit ändern, kann man da eingreifen? Aber guckt ihn an. Das ist ein hochphilosophischer, abgefahrener Düster. Terry Gilliam? Ja, Terry Gilliam von Monty Python. Sieht man an der Ausstattung ganz klar, diese total abgefahrenen Sets mit diesen Monitoren bei den Verhörräumen und auch so diese Klamotten und so. Das ist Terry Gilliam, die Bildsprache von dem. Die ist unverkennbar. Das ist wirklich... Ja, das ist sowieso, habt ihr eigentlich so auch Lieblingsregisseure, also jetzt mal nicht von den drei Bekannten, ja, die jeder kennt, sondern dass man auch so sagt, irgendwie den sei, also so, dass einfach den seine Machart die ist, die euch triggert. Oder Drehbuchautoren oder so. Ja. Martin Scorsese. Obwohl ich keinen Martin Scorsese-Film in meiner Liste habe. Ich auch nicht. Ich habe einen Lieblingsschauspieler, einen Lieblingsregisseur. Ja, mir geht es ähnlich wie Charles. Also ich habe mehr Regisseure, wo ich eigentlich fast alle Filme spannend finde, aber tatsächlich taucht Leo ja gar nicht auf. Das ist ja, ist interessant, ne? Beispiel, kann ich ja dann sagen, wenn es nicht auftaucht. Ich hatte ihn lange auf der Liste, aber ich musste ihn dann auch noch eben rauskicken. Ich habe keinen Hitchcock auf der Liste und Hitchcock finde ich ja auch einer von diesen Regisseuren. Hat mir sehr gut gefallen. Aber oder Quentin Tarantino, ich habe keinen Tarantino-Film auf der Liste, aber alle sind Meisterwerke. Mhm. Ja, Tarantino an sich müsste man eigentlich schon als einen Punkt haben, ja, mit seinem kompletten bisherigen Lebenswerk. Fände ich ja witzig, wenn überhaupt kein Tarantino-Film heute Abend auftaucht, weil, also den müsste ich auf der Liste haben. Ne? Ich kann spoilern. Wow, jetzt wird es aber dann ordentlich Widerstand im Chat geben. Ja. Ich meine, wir können ja nicht, wir sind zu viert, wir hauen 40 Filme raus und da ist kein Tarantino dabei. Was heißt das? Dann hau mal. Reden wir über die Dinge, die wir haben und nicht über die wir nicht haben. Genau. Komm, hau mal nächsten raus hier. Wir sind hier alle beim dritten Film, es ist 10:45. Ja. Der nächste Film auch mega groß. Ein Film ohne Schauspieler. Wir haben ja gesagt, wir nehmen keine Dokus. Es ist aber auch keine Dokus, es ist ein Kinofilm, es ist ein Experimentalfilm. Koyaanisqatsi.
Koyaanis Katsi, so heißt der. Und wer das nicht kennt, das ist ein Film, der kommt nur über Bilder und Musik. Und Bilder und Musik, die stehen auch in einem engen Zusammenhang und harmonieren. Und besonders geht es da auch um das Tempo. Die Bilder sind entweder in Zeitlupe oder Superzeitlupe oder sie sind in Zeitraffer, total schnell. Und dementsprechend passt sich auch die Musik an. Die geht entweder so ganz langsam in Wellen oder die Welle geht auf einmal super schnell. So. Das ist der Soundtrack auch von Philip Glass, ist absolut großartig, so ein minimalistischer Neoklassiker. Und warum mir der Film schon immer so gefallen hat, Francis Ford Coppola hat den gemacht, um was es dort geht, ist in Bildern eben zu zeigen, das aus dem Gleichgewicht geratene Verhältnis Mensch-Natur. Und das ist für mich tatsächlich in meinem Leben ein Metathema, nicht wegen dem Film, aber das ist ein Metathema für mich, mit dem ich mich so oft beschäftige. Und der Film, der kann halt dieses Thema auf seine ganz eigene Weise, ohne dass ein einziges Wort gesprochen wird, ohne dass es irgendeinen Schauspieler gibt, kann er das im Kinoformat 1,5 Stunden dir präsentieren. Und tatsächlich jetzt, wie ich immer noch mit diesem Film irgendwie in Verbindung bin, auf witzige Art oder auf irgendeine komische Art und Weise. Vorgestern war ich erst in Leipzig und habe eine Sendung gemacht, die ist noch gar nicht raus, aber ich kann es vielleicht schon antriggern, wo es unter anderem geht um diese ganzen großen Megastaudämme auf dieser Welt und die Wasserkrise im Südwesten der USA und Staudämme, Stauseen, diese ganzen Probleme. Und ich meine, hey, genau diese Teile kommen dort auch in diesem Film vor. Da ist halt dieser Grand Canyon Damm, das ist dort in Nevada, der Colorado River, wie der eingezwängt wird. Und das dann immer gegenüberstellen, wie dann wirklich die Natur sich verhält, wenn sie frei fließt. Also das ist das zentrale Thema, so dieser faustische Mensch. Und ganz krass ist natürlich auch dort so dieses, wie dort das Thema Raumfahrt gezeigt wird, weil da ist halt auch, das ist so ikonisch, so diese Szene, wo so eine Rakete halt dann starten, alles in Superzeitlupe, so Hightech, der Mensch, der Ingenieur, und wir überwinden die Schwerkraft und das Ding hebt ab und dann irgendwann bang, zerreißt es einfach so. Und dann geht das dann 10 Minuten lang oder sowas am Ende vom Film, immer nur so in Superzeitlupe, wie du immer noch mehr siehst, wie diese Teile dort von der Rakete da irgendwie verglühen und verbrennen. Und gleichzeitig kommen dann so diese Hopi-Prophezeiungen, die den Menschen daran erinnern, so ey, nicht in diesen faustischen Trip zu sehr reinzufallen. So. Und ja, ihr wisst, das ist ein Metathema in meinem Leben und der Film greift das so großartig. Koyaanis Katsi, für mich muss man gesehen haben und gehört haben. Ja, absolut. Da auch die Empfehlung, es ist ja eine Trilogie. Es gibt noch Power Katsi und Nakoyis Katsi, die alle in derselben Machart sind. Und auch Soundtrack Philip Glass. Ja. Großartig. Geht sehr tief rein. Auch das ist eben so ein Ding, was über Montage und Musik funktioniert und gar keine Handlung hat, wie du sagst. Ja. Aber brillant ist. Man ist gebannt. Und auf der Kinoleinwand wirkt der Film mit Sicherheit nochmal ganz, ganz anders, als wenn du den einfach nur auf dem Fernseher anguckst. Ja. Das ist wirklich ein Kinofilm. Schade, dass der nie im Kino läuft. Ja. Aber damals lief er im Kino. Ich habe ihn in den 80ern im Kino gesehen. Also der ist auch erfolgreich gewesen. Francis Ford Coppola ist natürlich auch Hollywood und so. Es war eben schon ein Kinofilm. Also jetzt nicht nur so eine Doku oder so. Ja. Gut, dann bin ich wieder dran. Und ich muss dazu sagen, bei dem Film, den finde ich großartig, aber es ist auch schon wieder dieses Klimapanik-Thema mit drin. Aber trotzdem ist es, obwohl er Nudging hat und Framing und noch mehr Anglizismen, fallen mir jetzt nicht ein zu dem Thema. Interstellar von Christopher Nolan ist einer der genialsten Filme der letzten paar Jahre gewesen, obwohl das war jetzt auch schon wieder, ich glaube 2014, genau. Ich habe ihn erst ein Jahr später gesehen. Aber der Film, nicht nur weil er so monumental lang ist, sondern weil er auch so ganz große Themen anschneidet, so diese fünfdimensionale Geschichte und diese Raumzeitnummer, wenn sie da in das schwarze Loch einfliegen. Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Michael Caine, wirklich auch eine ganze Reihe von exzellenten Schauspielern, die da mitspielen. Irre. Also der Film, den habe ich ein paar Mal gesehen jetzt schon und jedes Mal auch so diese, wenn sie dann auf den Planeten kommen, da unten sind sie 7 Minuten und oben im Raumschiff ist die Zeit 28 Jahre lang ist dann vergangen. Was das, diese ganzen Raumzeitnummern, die da mitschwingen. Ich glaube ja, der Christopher Nolan selber ist auch so ein Raumzeitreisender.
weil der hier ankommt und Filme bringt, wie zum Beispiel Interception, Interstellar. Und dann gab es noch einen großen Film von ihm, der auch so mit Raumzeit gespielt hat. Ich weiß es jetzt nicht mehr, fällt mir jetzt nicht mehr ein. Auf jeden Fall ist das einer der ganz Großen. Der hat also wirklich auch diese Bildsprache von ihm und im Hintergrund natürlich dann immer der Soundtrack von Hans Zimmer. Ja, also das muss dann offensichtlich in Hollywood wieder ein Deutscher richten, wenn es ein ganz großes Score ist. Hans Zimmer bringt immer diese epischen Flächen mit rein und also Interstellar auf meiner Liste natürlich auch, muss er mit dabei sein. Sehr gut. Fand den auch klasse, absolut klasse. Würde ich noch anmerken, ich habe hier dieses Thema, was ja wirklich spannend ist, über Filme zu sprechen. Ich habe das mal gestern so beim Abendessen so in der Familie mal gedroppt und da sind natürlich alle on fire. Und mein Sohn, ein Teenager, der hatte, glaube ich, 4 oder 5, also er hat sich ewig nachgedacht, 4 oder 5 Star Wars Sachen war, glaube ich, dabei und noch ein bisschen hier von Marvel. Aber Interstellar ist auch einer seiner absoluten Lieblingsfilme. Und wegen ihm habe ich dann auch tatsächlich einen Film mal mit ihm zusammen angeschaut. Ja. Wie findest du das? Starker Film. Halt. Ja, das hat schon was, gell? Ihn noch nicht geguckt, aber werde ich nachholen. Ja, musst du. Das ist ein Muss. Den muss man einmal gesehen haben. Ja, so. Herr Höfer, Sie sind dran. Ich bin wieder dran. Ja, wenn man hier bei den Tiefen, dann nehme ich jetzt das Letzte, was ich jetzt als Letztes geschickt hatte auf meiner Liste, bei den tiefgreifenden Themen sind. Ja. Ein Film, der mich auch wirklich extrem bewegt hat, auch mit einem absolut fantastischen Robin Williams. Und ich will mich gar nicht festlegen, in welchem Film er besser war, ob in Zeit des Erwachens oder in Hinter dem Horizont. Kennt ihr den? Ja. Habe ich geguckt. Habe ich echt meine Probleme mit. Das ist, irgendwie ist der gut und irgendwie ist der auch schrecklich. Ich weiß nicht, ey. Das ist, aber der triggert was. Also der hat schon auf jeden Fall löst der Emotionen in mir aus. Insofern spricht das ja eigentlich für die Qualität des Films. Ich kenne den Film nicht, aber basiert das auf dieser Story Lost Horizon, so mit Shangri-La, irgendwie Tibet? Ist das diese Story? Nee, das ist ein Film, ganz andere Geschichte. Da ist, stirbt der einfach und wird das Jenseits gezeigt. Aber genau, es ist ein klassischer Film, der im Himmel spielt, also ein Nach-dem-Tod-Film. Genau, ich weiß, was mich stört. Wenn so der Himmel aussieht, dann habe ich totale Angst vorm Sterben. Das ist so eine komische, surreale Welt, die das gezeigt wird. Also wenn das so ist, dann würde ich das voll kacke finden. Ja, es ist ein Luja, Sorge, Luja, wenn es so ist, wenn es so ist. Es ist ein Spielfilm, keine Dokumentation über reinkarnative Konzepte, sondern es ist natürlich pure Fiktion. Und in dieser wirklich wunderschön, weil es ist eben der Familienvater, der eben beim Autounfall ums Leben kommt und dann eben hinter dem Horizont, was im Prinzip so richtig eine paradiesische Welt ist, die man da versucht hat aufzubauen. Riesengroße Wiesen und bunte Bäume und Schmetterlinge, Tiere, Schlaraffenland sozusagen. Ja, also wirklich dieser Himmel, in dem er plötzlich landet nach seinem Autounfall und dann eben feststellt, dass es da auch noch ein Darunter gibt. Und im Endeffekt ist er in einem Zwischenstadium gefangen, wo er irgendwie nicht wirklich loslassen kann auf der einen Seite und auf der anderen Seite irgendwie noch nicht wirklich angekommen ist im Himmel, was wohl daran liegt, dass er dann irgendwie zeitweise noch im Koma liegt. Und die Story ist im Grunde genommen banal. Die Umsetzung ist es auch vor allem, die mich an dem Film sehr triggert, die vielen bunten Farben und einfach dieser Herzmensch Robin Williams, der das Also der diese ganze Geschichte wirklich sehr, sehr glaubhaft irgendwie macht, ja. Weil seine tragisch-komische Clownsrolle eben auch perfekt zu dieser Rolle passt. Und es ist ein sehr, sehr farbenfroher Film. Ja? Also es ist wie ein Film auf der Leinwand, aber nicht auf der Kinoleinwand, sondern auf der Ölleinwand. Ja, oder Aquarellleinwand, wo man so richtig mit Farben sich auslässt und die Blätter des Baumes sind lila und rosa Schmetterlinge und halt so dieses Farbenfeuerwerk, was man von Tim Burton-Filmen eigentlich gewohnt ist. Ja. Und Hinter dem Horizont auch ein wunderschöner Film, einfach nur. Gut, weiter im Text, abhaken. Ist Papa wieder dran? Ich glaube, ich bin dran, ne? Und zwar, ich habe einen Film mit Al Pacino. Und Al Pacino ist ja bekannt für diese Rollen, brillanten Gangsterrollen, ob es Der Pate ist oder Scarface. Aber da gibt es einen Film, das ist meiner Meinung nach eigentlich sein bester, der ist nicht ganz so bekannt. Carlito's Way von Brian De Palma. Mhm. Und den Film finde ich hammergut. Carlito's Way, da vor allem nicht nur wegen Al Pacino, der sowieso brillant ist. In dem Film spielt Sean Penn,
eine Nebenrolle. Das ist sein hinterhältiger Freund, der ihn dann verrät, ein Anwalt. Und Sean Penn spielt das Arschloch so übertrieben gut. Das ist eine seiner besten Darsteller. Siehst du auch, wie genial Sean Penn ist, weil man ihn, der ist einfach ekelhaft, ne? So dann irgendwie, wie er sich so in dem Film entwickelt. Er spielt das super gut. Und was an dem Film Carlitos Way so schön ist, er beginnt damit, wie dann Al Pacino, der spielt dann diesen Carlito, wie der niedergeschossen wird und eigentlich stirbt. Und im Sterben ist es eine Rückblende, wie es dazu kam. Es ist total tragisch. Er ist ein Verbrecher, der nach 5 Jahren aus dem Knast kommt, eigentlich so ein Mafiosi, und aussteigen will. Und dann aber ausgerechnet von seinem Anwalt, Sean Penn, der ihn damals aus dem Knast geholt hat nach 5 Jahren, eigentlich hätte er 30 sitzen müssen, voll in die Scheiße reingeritten wird und dann nicht mehr aus der Nummer rauskommt. Und da gibt es eine Szene, ich muss mich jetzt als Romantiker outen, ich mag auch romantische Filme sehen. Er kommt dann halt nach 5 Jahren aus dem Knast und sucht seine alte Liebe auf. Und die steht auch noch auf ihn und dann klingelt er irgendwie bei ihr an der Tür und sie macht die Tür nur so auf und da ist noch diese Kette vor. Sie lässt ihn nicht rein nach 5 Jahren. Und sie zeigt sich dann aber so durch den Türschlitz und zieht sich, glaube ich, aus und er kickt dann da die Tür ein und packt sie sich und dazu läuft das Lied You Are So Beautiful von Joe Cocker. Und die Szene ist so geil gemacht, im Kontext dieses Films, ist einfach Carlitos Way, schaut euch das an. Ist ein Film, der einen berührt und gleichzeitig ist es auch ein cooler Gangsterfilm. Ich kenne den nicht, oder ich habe ihn vor langer, langer Zeit mal gesehen. Nee, ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Ne? Der ist echt, ja, der ist nicht so bekannt, der war nicht so erfolgreich. Der ist schon knapp 30 Jahre ist er mindestens. Mhm. Ja. El Pacino ist auch so der Pate, oder? Ist auch der, oder? Ja, er hat immer die Macht der Rolle gespielt. Der gilt ja auch als einer der tollsten Filme aller Zeiten, oder? Der Pate. Also wird wahrscheinlich in ganz vielen so Rankings wird er auch mal ganz oben gesehen. Ne? Aber interessant, dass du eben dann so eine Alternative wählst. Da. Ja, Carlitos Way ist tragisch. Ich konnte mich immer so mit dem Hauptdarsteller identifizieren, wo es ganz andere Biografie, aber ich weiß nicht warum. Also das war immer ein Film, der mich emotional berührt hat. Stoner, what's your next choice? Ja, mein nächster Film ist ein europäischer Film. Ein Genre, was wir hier überhaupt noch nicht hatten, ein Western. Ein Italo-Western, der Italo-Western schlechthin. Spiel mir das Lied vom Tod. Mensch, also die ganzen Klassiker, ja. Casablanca, Spiel mir das Lied vom Tod. Ja, bitte, aber das ist, was mich echt gekickt hat. Spiel mir das Lied vom Tod, auch einfach mega. Also natürlich, diese große Duellszene am Ende, weißt du, Filmgeschichte, Charles Bronson und dann die Kamera, die da immer mehr auf sein Gesicht geht, bis am Ende nur noch so diese Augen da sind. Und ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, aber der Typ blinzelt nicht ein einziges Mal. Dieses versteinerte Gesicht, also einfach dieser Stare-Down, weißt du, Duell. Zwei Outlaws am Ende, die sich gegenüberstehen, das ist 10 Minuten das Duell und die Musik kriegt das immer über. So krass kriege ich die Gänsehaut, wenn ich jetzt noch drüber rede. So. Ist das, der Film heißt Once Upon a Time in the West, gell? Das ist schon der englische, ist das die Melodie, die ist das? Perfekt, genau, ja, da ja, ist ja, genau ja, das. Genau, das ist ikonisch, das ist Italo-Western at its best, ja so. Sergio Leone hat den Film gedreht. Mm-hmm. Natürlich Charles Bronson, auch so der Prototyp irgendwie dieses Machos. Und auch das spielt hier eine Rolle. Und halt, ey, ich komme auch aus einer Zeit, wo auch das so ein Männlichkeitsbild schon auch irgendwie mitgeprägt hat, das so diese harten Jungs. Aber dazu ist es, dieser Film, der geht da 3 Stunden, hat Überlänge. Und da sind ja auch so viele interessante Storytellings. Da ist dieser Eisenbahnmogul, der so diese Obsession hat, auch wieder so faustisch ist, so, ey, wir müssen so ich muss den Pazifik erreichen, ich muss es schaffen, so das Land zu verbinden, Eisenbahnpionier. Und dann diese ganzen Leute sind, dann ist eben dieser eine Typ, den alle für verrückt halten, weil er da so ein Stück Land hatte, was doch trocken ist, da ist kein Wasser, nichts, was willst du da für eine Ranch aufbauen? Aber der Typ ist nicht so dumm, sondern der checkt, dass früher, später die Eisenbahn über dieses Land geht, er baut einen Bahnhof und das ist so ein Pionier in Amerika, weißt du, der baut einen Bahnhof, später ist es eine Stadt und der und seine Nachkommen werden super reiche Leute, so, weil die einfach smarter sind als die anderen. Und dann ist natürlich da diese ganze Outlaw-Story halt über den Rächer, der eben von Charles Bronson gespielt wird, der halt als Junge halt so auf die brutalst mögliche Art und Weise gedemütigt wird, weil das ist ja kein Spoiler, wenn ich einen Film von den Anfang der 70er rede, aber auch da diese Szene, weißt du, so der Junge, so 12 Jahre oder sowas,
Und auf seinen Schultern steht sein Vater und der ist, der hängt am Strick. Ja? Und sobald der Junge nicht mehr stehen kann, dann stirbt sein Vater. So. Und dann kommt noch dieser Outlaw, der dem Jungen dann so die Mundharmonika rein, also einfach so im Mund steckt. Und der Junge, der halt so extrem weint. Ja? Und dann am Ende halt diese Tat auch recht. So, das ist dann fast schon so ein ja, griechisch-tragischen Momentum hat, weißt du, so diese Katharsis am Ende und so weiter. Also es ist, was für ein Megafilm, ey. Storytelling America. Der hat auch den Filmschnitt stark beeinflusst, dieser Film. Ja. Durch Spiel mit das Lied vom Tod gab es dann später zu den klassischen Einstellungen wie Close, Halbnah und Totale später noch die amerikanische Einstellung. Ja. Das ist so diese typische Schießduell, ja, also noch, da musst du die Einstellung unter die Hüfte wählen, ja, damit der Halfter mit den Pistolen noch zu sehen ist. Ja, das ist die amerikanische Einstellung. Aber diese Duellszenen in den Italo-Western, war das nicht eine Kopie eigentlich von Duellszenen aus dem japanischen Samurai-Film? Es gibt so ein paar japanische Samurai, das habe ich mal in der Doku gesehen, es gibt also schwarz-weiß Japan-Samurai-Filme aus den 50ern, 60ern. Und da gab es so Einstellungen, irgendwie immer die Augen werden gezeigt, dann irgendwie wie sie an das Schwert ziehen. Und das haben die beim Italo-Western 1:1 mit Revolver-Duellen kopiert. Das mag sein, ja. Interessant. Warum nicht? Wenn es funktioniert. Hat sich mehr durchgesetzt letztlich, ja, als die guten japanischen Samurai-Filme aus den 50ern und 60ern in Schwarz-Weiß. Ja, auf jeden Fall. Ich wollte damit gar nicht das schmälern sozusagen. Ne? Findest du interessant, weil es ja auch ähnlich ist, weil es duellierende Samurai oder so eine Revolverhelden. Tatsächlich gibt es doch so, es gibt doch so ein Western, das glorreiche Dutzend oder sowas. Und den gibt es doch genauso auf Japanisch auch als Vorläufer. Die glorreichen Sieben. Sieben oder sowas. Und dann auf Japanisch die Sieben Samurai. Und da ist es, glaube ich, ganz offensichtlich, dass es dieselbe Story letztens ist, nur das Setting hat sich geändert. Genau. Das ist ja auch irgendwie interessant, auch bei den Samurai-Filmen geht es immer um so diese edlen Kämpfer und dann Outlaws und Duelle und das ist genau wie im Wilden Westen. Ne? Das ist halt so eine Männerwelt. Weil es ja auch letztens Kino ist, es ist nur eine Projektionsfläche und natürlich in den Wilden Westen projiziert man halt dann irgendwas rein, so diese Handlung. Du könntest genau dieselbe Story, so dieselben Archetypen von Menschen, so die kannst du natürlich in alle möglichen Settings bringen. Das ist ja die Kunst von Kino und Theater, das... Die Tragödien, die Dramen sind eigentlich immer dieselben. Ne? Vor Tausenden von Jahren war es auch nicht anders. Ja, auch Italo-Western an sich, genauso wie diese Winnetou-Filme, die dann in Ungarn, Bulgarien produziert wurden und ja im Prinzip alles eine amerikanische Geschichte, ja, diese Western-Geschichten und Indianergeschichten, die spielen ja alle in Amerika und haben dann alle irgendwie so in Südeuropa produziert und stammen ja teilweise, zumindest bei Winnetou, aus der Väter von Menschen, die niemals dort waren, ja, wie Karl May. Ja. Und bei den Italo-Western ist es ja im Grunde auch so, das ist so ein Kino-Subgenre, ja, was einfach die Steppe von Italien genommen hat und dort eine amerikanische Geschichte erzählt hat. Naja, es reicht, wenn du einen Saguaro-Kaktus hinstellst und dann bist du auch in Kroatien dann schon im Wildwesten, ne? Also, wo die Sonne scheint, da fehlt dann nur der Kaktus. Ja. Aber ich glaube, damals hat Filmedrehen wirklich Spaß gemacht, ja, wo du einfach nur viele Statisten, weites Feld, Kamera, Go und Action, da gab es ja noch nicht hier Arbeitsschutz und Gewerkschaft und bla, also konntest du einfach diese Massenszenen drehen. Ja, das hat, glaube ich, noch Spaß gemacht, damals Filme zu drehen. Gut, dann bin ich dran. Also ich bin natürlich ein Fan von Science Fiction. Ich muss gerade mal gucken. Ich glaube, ein großer Teil von den Filmen, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, also Science Fiction ist mein Genre. Das hat mich einfach geprägt. Tron, das war von Anfang an. Und da fehlt natürlich, darf auf gar keinen Fall fehlen, Prometheus. Ridley Scott. Der uns da mitnimmt auf eine Reise. Und da war es einfach auch dieses Kino, der Anfang von dem Film, wie bei Star Wars, das war 3D damals, das war, ich erinnere mich, das war Oktober 2012 und wir waren da im Kino und dann war da dieser weite Raum und man sieht so einen hellen Lichtstreifen so ganz schnell durch. Und dann im nächsten Bild ist dann, also die Unendlichkeit von Raum wurde da in diesem Anfang so genial dargestellt.
dass mich das so mitgenommen hat. Und die Geschichte ist natürlich auch genial von der technischen Umsetzung her, von der Story, auch wenn es ein paar Logiklöcher gibt, da kann man leicht reinfallen. Aber dieses ganze Alien-Universum, das finde ich schon immer faszinierend. Und Prometheus hat für mich da einfach an neuen Level gesetzt in Form von Science-Fiction-Inszenierungen und dieser David, dieser Michael Fassbender, der diesen Androiden darstellt und die Performance von dem, das war für mich ein Gesamtkonzept, den habe ich bestimmt schon 10, 15 Mal gesehen, den Film, weil der ist so von den Bildern einfach her, finde ich irre, ja. Michael Fassbender, endlich taucht mal der Name Fassbender hier auf, ja. Weil? Hat er was zu tun mit dem Regisseur Fassbender? Nee, gar nichts. Nein. Michael. Der spricht übrigens gar kein Deutsch. Ich dachte immer, der ist Deutsch, aber das ist ein Ire. Ja, den habe ich mal gesehen. Der ist, glaube ich, halb oder viertel Deutsch. Aber kann nicht wirklich Deutsch. Den haben die in einem deutschen Fernsehen mal, da haben die den übersetzt im Fernsehen. Wenn der ein deutsches Mikro sonst Pro7, roter Teppich oder so, müsste der eigentlich ja dann losquatschen. Aber egal. War auf jeden Fall eine geile Performance. Und natürlich gehört da natürlich dann die Fortsetzung dazu, The Covenant. Der ist nicht ganz so geil wie Prometheus, aber natürlich von der Bildsprache und von der Story auch nochmal. War mir dann ein bisschen zu Splatter, das war mir dann zu egal. Ist auf jeden Fall geil, Science Fiction, das ist mein Ding. Ich merke, dass meine Filme nicht so einen hohen Anspruch haben wie eure, aber ich lasse mich halt gerne in weite Reiche abziehen. Auf Prometheus hatte ich mich total gefreut und finde den grottenschlecht. Für mich hat er das Alien-Universum geschändet. Echt? Echt? Warum? Ja, für mich gehört der nicht dazu. Alien 1 bis 4 finde ich mega geil. Und dann kommt dieser Prometheus und ist so und aus meiner Sicht unterirdisch schlecht. Aber der ist doch die Vorgeschichte dazu und die erklärt doch das alles dann. Ja, aber die ist doch völlig schlecht. Nimm mal einen Bleistift und Papier, ich schreibe dir eine viel geilere Vorgeschichte. Ich war so enttäuscht, so platt, so doof. Ich hab gedacht, sorry, ich will das nicht kaputt machen, Robert. Wenn du den geil findest, ist der geil so, ne? Aber für mich, ich würde da so eine anspruchsvolle, geile Story draus machen, weil ja auch die Vorgängerfilme von Alien alle Meisterwerke sind. Alle vier Teile und dann kommt das. So sind die Geschmäcker verschieden, gell? Ist das geil? Schön, ja, endlich mal ein bisschen konfrontativ hier. Das muss auch sein. Ne? Ja. Also ich kann es dir nicht persönlich, ich hoffe, wir sind auch Freunde. Du findest meinen Film scheiße, du Arsch. Ich rede nie wieder mit dir. Ich entleite dich gleich, weil du mit mir ich gehe gleich aus der Konferenz, ja. Dann ist der Herr Höfer dran. Ach Gott, was passt denn dazu? Was Unpassendes, so komplett konträr. Robert, du weißt, was jetzt kommt. Wenn es unkonträr ist, dann muss das eigentlich der Erste auf deiner Liste sein, oder? Nee, weiß ich nicht. Ich würde jetzt nochmal auf Adams Äpfel eingehen. Ah, ich hab ihn, ja, genau. Ich habe ihn hinausgeschoben, ja, aber das ist wirklich definitiv auch Top-10-Film bei mir, weil der einfach extrem unterhaltsam ist, sehr tiefgründig, auch fantastisch gespielt. Ich liebe diesen Schauspieler, diesen dänischen, grandiosen Schauspieler. Und vor allem, was mir in diesem Film besonders gefällt, ist eine Nebenrolle, ein Arzt, ja, der den einfach so fantastisch spielt. Das ist so ein richtiger Fatalist, der auch raucht, während er seine Patienten diagnostiziert und einfach immer so mit dem Kopf schüttelt und so voll trocken auch jeden seine Diagnose an den Kopf haut. Und ein tragisch-komischer Film ist es eigentlich nicht. Es ist eine klare Komödie. Die Handlung ist auch relativ banal. Es geht um einen Straftäter, um einen Ex-Nazi, der jetzt irgendwie auf Bewährung aus dem Knast kommt und irgendwie halt nochmal eine Chance kriegt, irgendwie sich in der Gesellschaft zu resozialisieren und muss jetzt nun irgendwie so 2, 3, 4 Monate in einem Kloster wohnen, ja, und wird nun jetzt vom Pfarrer abgeholt. Und eine grandiose Story entpuppt sich da, weil bei dem Pfarrer noch 2, 3 andere Verrückte beherbergt werden. Und grandios, also man kann gar nicht viel spoilern, weil die Handlung dieses Films auch wirklich schwer zu greifen ist. Aber man muss dazu sagen, der Pfarrer ist ja auch bekloppt, weil der sieht ja immer alles positiv sozusagen. Und egal, was seine Insassen da machen, das macht er dann positiv. Also irgendwie der Nazi stellt sich dann da so ein Hitler-Porträt hin und dann kommt der Pfarrer und sagt,
ich weiß es nicht mehr genau, aber so nach dem Motto, so, ist das ihr Großvater? Und dann sagt er, das ist Hitler. Ja, genau, also dieser Pfarrer ist halt der absolut übertriebene Optimist, ja. Egal, was passiert, für den ist das immer das Gute und das hat alles immer einen Sinn, ja. Egal, wie groß die Scheiße ist, die passiert, der ist immer totaler Optimist und versucht immer, alles total schön zu reden und behält aber am Ende recht. Und das ist halt dieses Fantastische an diesem Film, dass der halt wirklich... Ach, guckt es euch an. Ja. Und Robert, guck den an, du wirst den lieben. Ich verspreche es dir. Und ja, der geht auch nicht ein ganzes Leben, der geht nur irgendwie 90 Minuten. Ich habe reingeschaut, ich habe ihn ausgeschaltet. Und dann habe ich geguckt, okay, wie er weitergeht. Ich bin nicht reingekommen. Das ist nicht mein... Zu wenig Science Fiction. Ja, vielleicht zu wenig Science Fiction, aber ich komme mit den Charakteren nicht klar und die Art und Weise, wie er erzählt wird und so, das hat mich überhaupt nicht, ich habe ihm echt eine Chance gegeben, aber es war mir dann, und dann habe ich gelesen, wie es weitergeht, irgendwie, um was geht es denn eigentlich in dem Film, und dann hat es mich noch weniger interessiert. Dann war ich noch, aber so siehst du, gell? So unterschiedlich sind die Geschmäcker, ja. Das ist wirklich erstaunlich. Also was dich total triggert, kann den anderen total aufregen und umgekehrt. Und ich bin gespannt, ob es einen Film gibt, den jeder von uns gut findet. Das ist Zurück in die Zukunft finden wir doch bestimmt einen. Ich glaube, ja, okay, den kann jeder. Auf sowas können wir uns einigen. Ich denke, da sind wir uns auf jeden Fall einig, ja. Ja, Adams Äpfel muss man nicht gut finden. Ja, es ist auch eine Humorsache. Mein Humor trifft es voll und ganz. Ja, genau das ist mein Humor. Männer, wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken, sonst kriegen wir unsere Filme nicht durch. Ja, ich habe vorhin schon gesehen, wir machen ein paar weniger. Wir machen halt dann einfach bis um 11 und dann noch ein bisschen drüber. Das kann man nicht machen. Ich kann nicht mehr zensieren aus meiner Liste. Das geht schneller sein. Schneller machen. Wir müssen schneller sein. Ja, das ist aber dann auch Quatsch. Wenn wir dann Robert, bist du schießklar. Schieß ihn ab. Ja, ja. Wir nehmen diesmal einen Horrorfilm und zwar wirklich einer meiner Lieblingsfilme. Ich habe ihn nur ewig nicht gesehen. Die Horrorrunde. Scream. Scream von Wes Craven ist genial. Warum? Wes Craven, erfolgreicher Horrorregisseur, hat alles da, hier Freddy Krueger und Co. durch seit Jahrzehnten. Und jetzt kommt er auf die Idee, er dreht eigentlich eine Hommage ans Horrorgenre. Er dreht einen überzeichneten Horrorfilm, der eigentlich alle seine Filme und das ganze Genre karikiert. Und das ist Scream. Und das ist ein überzeichneter Film. Gleichzeitig ist es aber auch ein guter Horrorfilm. Und er hat dazu angeregt, dann gab es die Scary Movie-Reihe, dass eigentlich nochmal eine Hommage auf die Hommage gedreht wurde. Also Scream hat ganz viel ausgelöst. Und ich fand den ersten Teil, ich fand ihn echt gut. Es ist natürlich auch so ein Gemetzel. Irgendwie ist das gewaltverherrlichend, auch irgendwie pervers. Aber das ist so überzeichnet, so amerikanische Kleinstadt, Highschool-Schüler in so einer Idylle. Und dann irgendwie passieren da Morde und alles überdreht. Und im Film reden sie auch immer über Horrorfilme und stellen so Gesetzmäßigkeiten auf, wer dann stirbt. Und dann ist das auch irgendwie so. Und ich fand den total geil. Und der hat auch, ist ja auch von Ende der 90er, der hat dann lange nachgewirkt. Also diese Scream-Masken sind Teil der Popkultur geworden. Dieses Stimmverzerrer-Ding. Das hatten wir dann auch als Jugendliche und haben dann Telefonstreiche gemacht. Und also das hat schon gewirkt. Das ist schon, finde ich, schon einer der geilsten Filme. So er hat auf jeden Fall einen Impact auch auf die Subkultur. Es sind ja auch Menschen gestorben, ja, bei Premieren von diesem Film. Aber ich gebe dir recht, der erste Teil war wirklich großes Kino. Alles, was danach folgte, war einfach nur schlecht gewolltes Remake. Ja. Und dann nicht Remake, sondern halt Fortsetzungsserien. Die gehen ganz oft nach hinten los und Scream ist so ein klassisches Beispiel dafür, wie Fortsetzungen wirklich gnadenlos scheitern. Wie viel gibt es denn da mittlerweile? Zu viele. Ja. Ich glaube, jetzt ist sogar kürzlich wieder eine erschienen. Aber nicht mehr Wes Craven, der ist ja, glaube ich, nicht mehr unter uns, oder? Der ist doch schon vor ein paar Jahren gestorben, glaube ich. Das weiß ich gar nicht. Aber ich fand den ersten Scream, der hatte was. Der hat auch als Horrorfilm hat der Klasse, wenn man das bei diesem Genre sagen kann. Oh, 2015 ist der schon gestorben. Ja. Ja, Scream 1, top, habe ich auch im Kino gesehen und mich wirklich gekuselt. Und alles danach fand ich wirklich einfach nur schlecht. Genau wie bei Starship Troopers übrigens, ja, da gibt es auch Fortsetzungen, die ja, den Namen nicht grausam. Erinnern. Die sind ja noch grausamer. Ja. Aber ja, so, sehr schön. Du kennst die nicht, Scream? Ich schaue keine solche Filme an, nein.
Habe ich nicht angeschaut. Alle nicht, alle Teile nicht. Ich kann das nicht gucken. Das ist mir, ich grusel mich ungern. Alien ist was anderes, weil die habe ich als Jugendlicher gesehen und da ist so viel Science Fiction drin, aber ich bin dann trotzdem auch manchmal so. Aber so Splatter-Horror-Movie-Geschichten und so und wo viel zerlegt wird, ist nicht meins. Nee, das brauche ich nicht. Zu empfindsam steht dann wieder im Chat drin wahrscheinlich. Frank, komm, hast du einen Horrorfilm? Machen wir mal die Horrorrunde. Was ist dein Grusel? Nein, ich habe auch tatsächlich etwas Gruseliges, aber jetzt schmeiße ich einen anderen rein. Ja. Gut. Sondern jetzt hier Literaturverfilmung, deutscher Film, Fantasy, Michael Endes, Die unendliche Geschichte. Finde ich einen ganz, ganz starken Film. Ich komme ja oder habe in München meine Jugend verbracht. Da ist Bavaria Filmstudios, da war Das und das Boot. Das waren so die größten Produktionen dort. Aber natürlich auch Michael Ende. Das Buch ist einfach großartig, die Geschichte. Was soll man sagen? Weißt du, Fantasie, Fucho, der Glücksdrache, der Steinbeißer, die kindliche Kaiserin. Und dann auch eine der traurigsten Szenen, wahrscheinlich auch, die ich je so in Filmen gesehen habe. Also wo einem wirklich die Tränen kommen. Wie Artax, das Pferd von Atreo, halt dort in diesem Moor versinkt und stirbt und no happy end in dieser Szene. So, oh, da leide ich heute noch mit. Wie, wenn Artax untergeht, da muss man echt die Kinder warnen davor, weil das ist einfach so intensiv. Aber hey, das ist halt auch Teil des Lebens. Die unendliche Geschichte, großartig. Story und Film. Also es war ja komplett in den Bavaria Studios gedreht worden, damals in München, gell? Und da gab es lange eine Ausstellung von diesem Fucho, von diesem Drachen. Das war ja alles noch echt mit Drähten und da nix Computergrafik und so weiter. Ja? Das war schon Greenscreen auch, ja. Aber da saß noch auf einer echten Drachenpuppe. Also ich weiß, ich habe den als Kind unendlich mal oft geguckt, fand den super toll. Und da gab es irgendeine Szene mit so einem bösen Wolf, der in so einer Höhle ist und dann den Darsteller da antwortet. Da hatte ich als Kind immer Angst. Das Nichts. Teil hat mir richtig Angst gemacht. Das Nichts. War das Nichts, ne? Dieser Wolf. Die Puppe, der ist echt geil gemacht. Also, diese Idee mit dem Nichts. Mit dem Nichts, weißt du, der Nihilismus, der einfach die Fantasie auch abtötet und so weiter. Ich meine, das ist auch Michael Ende sein Thema. Ähnlich wie bei Momo, die grauen Männer und so weiter. Hey, ja, großartig, ja, großartig. Das Nichts. Das Nichts, was eben alle bedroht. Weißt du, egal, ob du jetzt zu dem Guten oder Bösen gehörst oder was auch immer, das Nichts bedroht alles Leben, macht einfach alles Platz. So. Ja, das ist es. Ganz spannend. Und natürlich hier Lee Mal, ja, damals vorher noch Sänger bei Catcher Goo Goo, hier mit dem Titelsong Never Ending Story, schöner 80er Track. Lee Mal. Der jetzt mit Stranger Things auch wieder Hochkonjunktur hat. Lee Mal. Never Ending Story. Aber danke, dass du den Film mit reingenommen hast. Gehört natürlich auch irgendwo bei den Top 40, die wir ja jetzt im Prinzip vorstellen, gehört natürlich die unendliche Geschichte rein, ja. Ich habe schon mal ein bisschen, also für mich war meine Herangehensweise auch schon, ich gucke halt mal auch, dass ich aus jedem Genre, was mir wichtig ist, was ziehe, oder eben auch ein Film aus Deutschland, so deutsche Produktion, das war mir auch wichtig. Ja, Italienisch hatte ich vorher schon mit Sergio Leone. Ich frage es einfach mal so raus, während ich den Staffelstab weiterreiche, hat eigentlich jemand einen französischen Film nominiert? Das sage ich auch großes. Ja, ich habe einen französischen noch, falls ich drankomme. Aber jetzt weiter mit Robert. Okay, bei mir ist wieder Science-Fiction-Film. Wieder Science-Fiction und diesmal ist es Oblivion. Oblivion mit Tom Cruise, der auch schon wieder ein paar Jahre alt ist. Da fand ich sowohl die Ausstattung als auch die Story einfach genial, dass die Menschheit da eben nach einer großen Katastrophe auf dem Saturn lebt und nur noch ein paar wenige Leute da unten mit diesen Bubble-Ships unterwegs sind und da die Energie generieren. Und dann entwickelt sich der Film in eine ganz andere Richtung. Und dann, also ich kann nichts spoilern. Wenn ich jetzt ein bisschen was erzähle von dem Film, dann spoilere ich schon zu viel. Aber die technischen Aufnahmen von diesem Film, die Umsetzung von diesen Maschinen und wie das alles da gelaufen ist, das fand ich großartig. Und Tom Cruise rettet natürlich wie immer die Welt. Er rennt und er rettet die Welt. Das ist durch alle Filme ist das so. Aber in dem Film hat er für mich irgendwie sehr gut funktioniert, auch mit der Olga Kurilenko, heißt die, glaube ich, mit der Hauptdarstellerin. Steht es da unten drauf? Nee, nicht. Aber ich glaube, ja, Olga heißt sie. Und das war auf jeden Fall auch ein Highlight. So ein Film, wenn der dich dann, also für mich trägt der Film dann auch durch die Bilder, den habe ich mir dann kurz danach gleich nochmal angeschaut.
Anspruch, wie gesagt, wieder relativ wenig, aber Science Fiction und alte Welt und vor allem auch das Ende von diesem Film, die Auflösung und das Ende, das war wirklich, boah, wer kennt ihn von euch? Also ich habe ein Problem mit vier Filmen, die ich mit meinem Kopf nicht übereinander kriege. Ich kenne vier Filme dieser Art, wo ich weiß, das sind Oblivion, Edge of Tomorrow, Ad Astra und Interstellar. Und ich kriege diese vier Filme nicht zusammen. Ich weiß, Brad Pitt, Matthew McConaughey und Tom Cruise. Ja. Aber ich kriege die vier Handlungen von diesen vier Filmen, die für mich, das ist für mich ein großer Batzenfilm, alles dasselbe Thema, dieselben Bilder. Ja. Aber ich glaube, die waren alle vier ziemlich gut. Ja, ja, Edge of Tomorrow ist das mit täglich grüßt das Murmeltier, wo er immer wieder aufwacht und quasi den Krieg gegen die Aliens hat. Ad Astra. Was war bei Oblivion? Was hat er? War das das auch mit dem Doppelgänger? Ja. Genau. Okay. Und dann Ad Astra ist Brad Pitt, der Ältere. Das sind der, auch echt Filme, da brauchst du Gras für, ne? Du kannst ja ausprobieren. Die sind alle vier gut, aber ich, in meinem Gehirn verschmelzen diese vier Filme zu einem Film irgendwie. Ich kann da nicht unterscheiden, was in welchem passiert ist. Science Fiction. Ja, Ad Astra ist natürlich auch, das ist auch Science-Fiction-mäßig, ist das ziemlich geil gemacht. Aber der hat seine Längen. Der ist ein bisschen zu lang eigentlich. Frank, du bist wieder dran. Nice. Bin ich wieder dran, ja? Du bist dran, genau. Ja, dann bringe ich halt meinen französischen Filmbeitrag. Die fabelhafte Welt der Amelie ist total abgedroschen, wenn man eine Top 10 Lieblingsfilmliste macht. Aber für mich gehört er da trotzdem dazu, weil auch hier natürlich sind es auch die Bilder, die Ästhetik, die Art und Weise des Schnittes, das Drehbuch, wie der Film erzählt ist, finde ich großes Kino. Also das ist wirklich für mich Kunst, eine Geschichte auf diese Weise zu erzählen, mit sehr schnellen Schnittfolgen, mit Tiefgang, wo man wirklich über jede Sekunde des Films, über jedes Wort wirklich nachgedacht hat und das nicht einfach nur niederschreibt, sondern das hat wirklich Tiefgang, dieser Film, und ist einfach wunderschön erzählt. Und auch da die Komposition mit Musik, Bildästhetik und Schauspielerin, ja, ist es natürlich, was diesen Film so bezaubernd macht und auch zu einem Welterfolg hat werden lassen. Völlig zu Recht. Der gehört auf ja, vielleicht nicht unbedingt auf Top-10-Listen, aber auf jeden Fall zu den 100 besten Filmen aller Zeiten. Wer ihn nicht kennt und auf wunderschöne, schnulzige Liebesromanzen steht, ja, die einfach auch filmtechnisch sehr schön erzählt sind, macht mit dem Film auch gar nichts falsch. Und den habe ich sogar im Kino gesehen, wo er mich wirklich sehr bewegt hat. Einfach ein schöner Film, ja, ohne weitere Begründung. Super, dass du einen französischen Film genommen hast, weil ich finde, der steht auch symbolisch für so viele schöne französische Filme. Nicht nur so die klassischen früher, Belmondo, sondern auch neues französisches Kino. Ey, da gibt es so schöne Sachen. Chocolat zum Beispiel hatte ich auch auf meiner Liste eventuell. Und also, das ist überhaupt so ein französischer Film, weil die haben ja auch eine eigene Machart, finde ich. Man kann schon erkennen, das ist ein französischer Film. Finde ich super, dass der hier Einzug hält. Ich habe die ganze Zeit überlegt, welchen französischen Film ich nehmen könnte. Und aber jetzt bin ich dran mit einem französischen Film. Ja, oh. Vielleicht noch, bei Amelie hat mich die Musik wirklich sehr getriggert. Okay. Jan Thiersen, ich habe früher als Teenager mal irgendwie ein paar Jahre so Keyboard, Klavier geklimpert. Jan Thiersen war immer meine erste Wahl, wenn ich irgendwas spielen wollte. Und heute spielt mein Sohn Jan Thiersen so. Und das ist das, was mich auch mit diesem Film so verbindet. Die Musik ist einfach fantastisch. Ja? Also Jan Thiersen, auch einer der größten Filmkompositeure neben Philipp Glass. Und wen hatten wir noch? Nö, weiß ich gar nicht. Philipp Glass. Na, den anderen Deutschen. Ja, Hans Zimmer, ja, genau. So, jetzt genau. Kommt mein französischer Film. Ich habe nämlich auch einen französischen. Tatsächlich ist das französische Kino gar nicht so schlecht. Ruby und Quentin, Der Killer und die Klette. Zum Film, den kennt wahrscheinlich keine Sau. Der trifft aber auch ziemlich gut meinen Humor. Ist eine Komödie mit den beiden bekanntesten französischen Schauspielern Gérard Depardieu und Jean Reno. Und die Handlung ist ganz simpel. Jean Reno ist ein richtiger Gangster, ein Auftragskiller oder irgendwie sowas. Der kommt in den Knast und redet aber nicht. Und Gérard Depardieu spielt einen Vollidioten, der durch Zufall bei einem Bankraub verhaftet wurde. Und die im Gefängnis, die Leitung, kommt dann auf die Idee, sie könnten auch Jean Reno brechen, indem sie jetzt den Vollidioten in seine Zelle stecken. Der wiederum denkt dann aufgrund eines Missverständnisses, dass dann Jean Reno sein bester Freund wäre und plant deren Ausbruch. Naja, und dann geht die Komödie los, der Killer und die Klette, also wird dann den Trottel nicht mehr los.
Ist auch aus, ja, würde ich auch sagen, typisch französischer Humor irgendwie und ist ganz leichte, seichte Unterhaltung, aber den kann man echt mal so einem Sonntagnachmittag gucken und da hat man echt was zu lachen. Auch schon Und älter, oder? Wenn ich die beiden anschaue, das ist bestimmt schon 30 Jahre alt, oder? nee, ich glaube so 2008 oder so, Nee, glaube ich. nee. Ah. Das ist. Nee, müsst Nee, ihr nee, mal nee. googeln. Also das, da. Departieu 2008, da war der da nicht schon Russe? Und so dick wie Obelix? Ja, eben. Das Das muss schon sehr, sehr alt ist sein. noch Anfang 2000er, Ende 90er. Vorher nicht. Also. Ja, Minimum auch Jean Krass. Renault. Naja, müssen wir mal googeln. Ich Könnt ihr weiß mal es googeln? nicht, Ich aber muss hier fliegen. der ist hier gar nicht bekannt, während ja andere französische Komödien bekannt sind. Der ist voll witzig. Also kann ich echt nur empfehlen, wenn man mal lachen will. Sehr gut. Gut, ist das mal eine richtig gute Empfehlung, ja? Wenn man noch unbekannte Filme hat. Frankie. Ich schmeiß gleich wieder das ganz Bekannte jetzt mal rein. Weil bisher meine ganze Liste, und das ist mir auch aufgefallen, wenn ich mich damit beschäftige, da sehe ich erst, wie sehr ich popkulturell doch irgendwie so in den 70er, 80ern festhänge. Also die meisten Filme sind aus der Zeit. Aber hey, es ist so, ich schaue jetzt auch gar nicht mehr so viele Filme, aber es gibt schon noch neuere Filme und dann hat es oft zu tun mit das Filmerlebnis als Vater, wenn du Kinder hast. Das beamt dich nochmal in eine völlig andere Richtung. So, du schaust Filme an mit deinen Kindern zusammen. Und aus der Kategorie so möchte ich einen Film nominieren. Ice Age. Und ich schmeiß rein Ice Age 3. Den, ich finde Ice Age wirklich super witzig. Hey. Und ganz oft Ja. ist es so, ich habe das auch gemerkt, die Filme, die ich früher so lustig fand als Kind, die sind gar nicht mehr so lustig. Aber shit, hey, sowas wie Ice Age, hey, das ist einfach boah, total witzig. Und ich habe Ice Age 3 habe ich gewählt, weil dann auch noch diese Story mir so sehr gefällt. Wo, das ist dort, wo die in so eine Höhle reingehen und dann kommen die in eine unterirdische Welt, wo auf einmal ganz andere klimatische Bedingungen sind, wo es tropisch ist und wo eben auch Lebewesen noch sind aus einer anderen Zeit. Und das streift auch wieder dieses Thema Krypto, Zoologie. Möglicherweise gibt es noch Lebensräume, die wir noch nicht kennen. Das ist eigentlich so eine Story, so ein Plot, der mir auch gefällt. Und dann auch noch, was ich reinschmeißen würde, was auch wichtig ist im Film, sind immer die Synchronisation natürlich. Das ist auch ein großes Thema, haben wir heute noch gar nicht angesprochen. Aber ey, wenn ich Otto höre, so, Manni, Diego, wartet auf mich. Ey, das ist albern, aber ich kann immer wieder drüber lachen, ey, wenn ich nur das höre. So, ey, I love it, Ice Age. Ja, Ice Age ist geil, alle Filme und muss man gar nichts zu sagen. Ist geil, ist unterhaltsam. Ist ja auch für jede Altersstufe. Ich meine, du kannst mit deinen Kindern gucken, die kannst mit deiner Oma gucken. Niemand wird irgendwie sagen, das ist nicht witzig, ne? Ja, vor allen Dingen, ich glaube sogar diese Animationsstudios Pixar, die sind über die deutsche Synchronisation, sind die, also da sind die regelrecht neidisch drauf, ja, weil die in der amerikanischen Synchronisation nicht so genial sind. Ja. Also die Deutschen in der Synchronisation von Filmen sind die wirklich top. Ja. Also ich Ja. kenne kaum ein Land, was es besser macht als Deutschland. Tatsächlich, das können wir, ne? Ja, weil Das ich können finde, wir, ja. der deutschen Filme drehen Filmindustrie, können wir nicht, aber wir synchronisieren können können wir super. synchronisieren, ne? Sollten wir uns vielleicht auf Hörspiel konzentrieren, ja. Ja, aber es stimmt, wenn du jetzt mal amerikanische Filme mit anderen Sprachen guckst, die sind grottenschlecht synchronisiert. Und die deutschen Synchronisationen sind teilweise dicht am Original. Ich habe mal in Frankreich, habe ich mal einen Clint Eastwood-Western gesehen. Hey, da spricht der Typ Französisch. Das ist wie albern, das ist Geht unglaublich. gar nicht. Ja, Oder James so eine Bond. Figur darf nicht Französisch sprechen, niemals. Muss mal James Bond im Glaub Original schon. anschauen. Und zwar Sean Connery. Der hat ja einen leicht schottischen Akzent. Und das hat ich schaue gern Filme im Original an, aber in dem Moment, geht nicht. Es geht irgendwie nicht. Da ist der Charakter weg und der hat Ja, dann doch, zu diesen britisch, ne? Akzent. Das ist dann wie wenn Magnum bayerisch redet oder so. Das funktioniert nicht. Ja. Ey, ich bin dran. Also, nächste Kategorie. Und da steht es auch schon drin. 50 Jahre, vor 50 Jahren hat ein Film alle Filme für immer verändert. Stanley Kubrick mit seinem epochalen Meisterwerk Space Odyssey 2001. Den habe ich auch tatsächlich erst im Jahr 2001 in München im Kino gesehen. Ich habe den früher mal ein Stück immer nur gesehen und gar nie richtig gecheckt, um was es da eigentlich geht. Und das war irgendwie alles an mir vorbeigegangen. Und 2001 kam der ins Kino und da habe ich mir reingezogen. Und seitdem weiß ich natürlich dann auch, okay, und da war dann auch das mit der Mondlandung und so weiter. Und deswegen ist Space Odyssey für mich einer
der ganz, ganz großen Filme, von der Erzählsprache, von der Technik, Front Screen Projection, was der da alles gemacht hat. Über den Film könnte man alleine stundenlang sprechen, wie lang der gebraucht hat. Die haben 4 Jahre haben die gedreht, 4 Jahre von 64 bis 68. Und dieser Film hat ein Jahr vor der Mondlandung den Hype, also die Begeisterung für das Mondfahrtprogramm, erst so richtig angeschoben in Amerika. Da haben die Leute dann zum ersten Mal so richtig verstanden, was das eigentlich bedeutet. Hey, da oben geht's hin, das ist unser Ziel. Also es war großartig. Ihr kennt ihn alle wahrscheinlich, oder? Sicherlich. Ja, klar, klar. Das Meisterwerk. Meisterwerk, ja. Auch. Aber ich weiß, dass es ein Meisterwerk wohl ist. Wobei ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß, es ist ein Meisterwerk. Und Kubrick habe ich so viel Respekt und auch so, wo wir letztens über Kubrick gesprochen haben. Er zieht sich aber. Aber wenn, ja, genau, ja, der Film hat Längen. Ja. Ich muss gestehen, ich habe bestimmt 3 oder 4 Anläufe in meinem Leben gebraucht, bis ich den Film wirklich mal bis zu Ende geschaut habe. Meistens am Anfang natürlich faszinierend, dann die Musik von Strauss und wie sich das da bewegt, wow. Aber dann irgendwann, hey, weißt du, in diesen langen Phasen von Hell, irgendwann bin ich jedes Mal eingeschlafen. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich ihn jemals bis zu Ende geschaut habe. Ich bin ja nicht ganz sicher. Ich glaube, irgendwann hat es mich dann doch immer noch erwischt. Ja. So Leute, jetzt sind wir schon bei 2 Stunden und sind noch nicht mal, wir haben noch müssen einiges wir fast vor. Durch, jeder noch 3. Ja, müssen wir jetzt halt schneller abhandeln. So Frank. Jeder noch 3, es geht schnell. Frank, was ist dein... Ich werfe jetzt mal rein. Ein Top-Film, der wirklich kein großes Kino ist, aber meine Studentenzeit, die ich nie hatte, weil ich nie studiert habe, aber ich habe viele Jahre in einer Studenten-WG gewohnt mit interessanten Leuten und dort wurde dieser Film relativ häufig konsumiert und zwar Fear and Loathing in Las Vegas. Ah, das ist einer, der richtig, richtig geil. Ich habe den auch auf... Der Studentenfilm, genau. Richtig, es ist der klassische Studentenfilm, den man halt in bestimmten Lebenssituationen halt guckt, ja, wenn man beim geselligen Zusammensein. Es ist, worum geht's? Johnny Depp und wie heißt der? Benicio del Toro. Johnny Depp ist Sportredakteur und soll über eine Rallye in der Wüste bei Las Vegas berichten und er nimmt seinen Anwalt noch mit auf diese Reise hinzu. Und was haben die? Die haben den Kofferraum voller Drogen, aber wirklich den verschiedensten Drogen und geben sich halt einfach wirklich einem absoluten Drogentrip hin. Und genauso ist dieser Film eben auch, er ist extrem psychedelisch. Er ist auch tatsächlich drogenverherrlichend, so könnte man es sagen, wenn man den Film selber nicht als abschreckendes Beispiel nimmt, wohin es gehen kann, wie sehr man abdriften kann. Aber auch, weil dieser Film eben es schafft, tatsächlich einen Drogenrausch irgendwie dem hoffentlich nüchternen Zuschauer bildhaft zu vermitteln. Das schafft dieser Film. Fantastisch, wie man sozusagen so dieses Psychedelische auch wunderbar aus einem sogenannten POV, also aus der Subjektive des unter Drogen Stehenden zeigen kann, im Gegenschnitt mit dem Außenblick auf denjenigen. Und das macht diesen Film wirklich absolut fantastisch. Man sieht immer irgendwie so, es einmal aus der Sichtweise von Johnny Depp, der gerade den Drogenrausch hat, der das natürlich irgendwie komplett anders erlebt als die Leute um ihn drumherum, die ihn dann dabei beobachten. Und das ist todkomisch. Und was mir an dem Film auch besonders gefällt, ist mal wieder die Ästhetik, die Bildmontage und vor allen Dingen so diese Stilelemente, mit denen dieser Film spielt. Er spielt in den 70ern spielt er, glaube ich, oder in den 80ern, so genau weiß ich es gar nicht genau. Ist halt ein klassisches Roadmovie eigentlich. Ja, wer auf dieses Genre steht, der wird an diesem Film, glaube ich, nicht vorbeikommen. Ja, wer auf Filme wie Ey Mann, wo ist mein Auto steht oder auch Trainspotting oder sowas oder auch, was wir schon hatten, Requiem for a Dream, der geht auch so ein bisschen in die Richtung. Fear and Loathing in Las Vegas, einfach eine Drogenkomödie. Ja? Aber was ich bei dem Film auch echt krass, ich liebe den auch, ich gucke den alle paar Jahre und erst beim letzten Gucken, ein, zwei Jahren fiel mir auf, da gibt es irgendwann so eine Szene, die zerrocken ja Las Vegas, die nehmen da ja alles auseinander, wo sie das wirklich zu weit treiben. Und da haben sie Adrenochrom konsumiert. Und der Film ist einer der ersten, der das Adrenochrom so irgendwie thematisiert oder in die Popkultur mit reinbringt. Ne? Dass das da so eine ganz abgefahrene Teufelsdroge ist, mit allem, ja, was da jetzt so mit dranhängt.
Da hat sich Terry Gilliam, das immer wieder, ja, Terry Gilliam, der auch 12 Monkeys gemacht hat, in einer bestimmten Weise des sogenannten Gonzo-Journalismus geübt. Ja, der Film ist das, was man Gonzo nennt. Ja, so ein bisschen durchgeknallt, verfolgt, weiß auch gar nicht richtig, worum geht es jetzt hier eigentlich, wo will das hin, was will mir das sagen? Das wird auch gar nicht klar und den Anspruch hat dieser Film auch gar nicht. Ja, das ist, im Journalismus nennt man das Gonzo. Und Terry Gilliam hat sich diesem Stil einfach angenommen und versucht, ihn filmisch umzusetzen. Ja. Fear and Loathing ist bei rausgekommen und ist grandios. Gonzo-Journalismus, auch großartig, dass man so, was man hier alles lernt. Also hey, wir hätten nicht schon längst einen Song, Titel hätten für diese Sendung, würde ich sagen, zwischen Schellenroman und Gonzo-Journalismus. Witzig, wieder. Ich habe den Film nie geguckt. Ich habe ihm 2 Anläufe gegeben. Ich habe jedes Mal ausgeschaltet. Ich kann mit dem gar nichts anfangen. Musst du mit Kumpels gucken? So eine Drogennummer, da habe ich keinen Bezug zu. Auch das Johnny Depp. Du hast nie in der WG gelebt, Robert. Nee, ich habe den früher mit so Kifferfreunden geguckt. Das war das ideal. Ich fand es nur. Ja, die waren bekifft, ne, und du hast die DVD gestartet, genau. Keine Ahnung, was der Film soll. Ich habe dem mehrfach so auch da, ich weiß gar nicht, wo es hin soll in dem Film. Was geht es denn da eigentlich? Weißt du so? Das ist ja so. Ich habe es dann ausgeschaltet. Ne? Aber es ist echt interessant, wieder zu sehen, wie unterschiedlich da die Geschmäcker sind, ja. Und somit sind wir wieder. Okay, los, nächste Runde jetzt. Die letzten drei. Eine schnelle Runde. Wer ist dran? Bin ich dran? Du bist dran, Charles, genau. Okay, dann machen wir jetzt mal auch was Gonzo-haftes. Und zwar ein Kinderfilm muss mal wieder kommen, weil auch Kinder gucken Filme in einem Land vor unserer Zeit. Da habe ich so gelacht, wo ich das auf deiner Liste gesehen habe. Das läuft bei mir hoch und runter. Dieser Film hat mich wirklich geprägt. So, das ist jetzt anders als beim letzten Einmal. Das letzte Einmal ist ja eigentlich ein Film für Erwachsene, den man Kindern zeigen kann. In einem Land vor unserer Zeit ist ein reiner Kinderfilm. Viel geiler als Disney. Es geht um Dinos. Dieser Film hat in mir als Kleinkind den Impuls des Dino-Fanatismus geweckt. Seitdem war ich Dino-Fanatiker. Außer Dinos hat mich nichts interessiert über Jahre. Und ich finde, für einen Zeichentrick und Kinderfilm ist der einfach genial. Und ich finde, ich bin ja Dino-Fan nach wie vor und sage, das ist Dino-Propaganda. Zeigt das euren Kindern, macht aus euren Söhnen Dino-Freunde. Kommt in unsere Sekte. Ich kann das absolut bestätigen. Ich habe ja 3 Kinder. Meine jüngste ist eine Tochter, die ist 2. Die liebt In einem Land vor unserer Zeit. Da gibt es ja auch nicht nur diesen Film, das gibt es ja auch als Trickfilmserie, ja, wo da noch ganz viele andere Geschichten. Ja, wie du sagst, es ist für Kinder absolut genial. Und die Dino-Faszination, die meine 3 zum Beispiel alle 3 hatten in dieser jungen Lebensphase, kommt natürlich auch von diesem Film. Ja. Und Steven Spielberg, glaube ich auch. Ja, Lucas Spielberg. Vor allem ja. In meiner Kindheit war es so schön, erst kam der und als ich ein bisschen älter war, erschien Jurassic Park. Das ging so nahtlos ineinander über und Dinos haben mich so in jeder Lebensphase. War dann die FSK-12-Version sozusagen. Ne? Ja. Ja, das stimmt. Stimmt, ja, wir waren da schon, wie alt waren wir? Junge Erwachsene, als der Film rauskam, Anfang 20. Da guckt man in einem Land vor unserer Zeit nicht mehr an. Gell? So. Vor allem, mir tut meine Mutter leid. Ich weiß nicht, wie oft die den mit mir gucken musste. Ich glaube, beinahe täglich so gefühlt. Ja, in der Phase bin ich gerade. Ganz klein. Das ist wirklich faszinierend, weil genau wie Robert gesagt hat, also da kommt man echt auch raus, welche unterschiedlichen Alter wir haben. Und das ist so, bei dem Thema Film sind wir scheinbar alle Kinder unserer Zeit. Weil genau wie Robert gesagt hat, ich weiß, welcher Film das ist, aber ich habe den nie gesehen, weil ich war dort als Kind war ich schon raus. Und in der Phase, wo ich Vater bin, war der Film auch nicht mehr so ganz aktuell. Also, aber wirklich ein. Und ihr den immer noch schaut, habe ich irgendwie fast. Also wer Kinder hat und verzweifelt was sucht, was man seinen Kindern zeigen kann, In einem Land vor unserer Zeit. Ja, super, da kann man überhaupt nichts falsch machen. Harmlos, schön, tiefgründig. Ja. So, Frank. Schnell durchlaufen, ich kann es wirklich schnell machen, weil den Film, den ich jetzt nominiere, ist tatsächlich der einzige, der hier auch schon genannt wurde, also die erste Wiederholung. Ja, es ist einer meiner absoluten oder Lieblingsfilme, Zurück in die Zukunft, muss ich auch auf meiner Liste haben. Wir haben es ja nicht abgesprochen. Zurück in die Zukunft habe ich auch drauf. Ihr habt auch schon alle das Wichtige angesprochen oder vieles Wichtige. Lass mich nur meinen Lieblingsclou erwähnen, weil du hast ja auch gesagt, Frank, da sind so viele geistreiche Clues drin, die du oft erst dann später irgendwie checkst oder sowas, ja. Und mein Lieblingsclou ist, weil ich ja auch so Musikfreund bin,
ist einfach wie Michael J. Fox. Er spielt so einen Klassiker, wie er sagt, und er spielt halt Johnny B. Goode, diesen Rock'n'Roll-Song. Und dann die Band, die dort eigentlich für diesen Schulball halt gebucht ist, ist halt so eine schwarze Band und die hören halt diesen Sound. Denkst du, ich meine, das ist 1955, sie sind gerade am Vorabend von Rock'n'Roll. Man sagt, 56, 57 ging es los mit Rock'n'Roll. Und die hören das so und hey, boah, krass, was für ein Sound. Und dann ruft der eine Typ, ruft seinen Cousin an und ruft nur so ins Telefon, Chuck, Chuck, ey, du suchst doch immer neuen Sound hier, hör dir das mal an. Und hält so das Telefon hin. Und es ist halt dann sozusagen Chuck Berry, der tatsächlich dann Johnny B. Goode geschrieben hat. Und das ist einer der allerersten Rock'n'Roll-Songs. Und allein dieser kleine Clou, ich liebe es. Und der Film ist so voll davon. Ja, das dürfte es heute gar nicht mehr geben, ne? Dass jetzt der Weiße eigentlich die Idee gibt für dann die schwarzen Musiker und so. Das wäre jetzt kulturelle Aneignung, was da gezeigt wird, ne? Robert? Ja, ich versuche gerade das Bild schöner zu machen, aber besser wird es jetzt gerade nicht. Da ist jetzt so viel grauer Balken drumherum. Ich habe eine Schwäche für kleine Roboter. Wall-E ist mein nächster Film, den ich auch damals gesehen habe. Großartig einfach, auch animationsmäßig. Ich habe mal Silent Running gesehen. Das war dieser uralte Science-Fiction-Film aus den 70er Jahren, wo am Schluss nur noch zwei kleine Roboter übrig bleiben oder ein kleiner Roboter übrig bleibt, der den letzten Wald der Menschheit, das letzte Stück von der Erde in einem Raumschiff pflegt und das Raumschiff fliegt weg. So Joan Baez hat da die Titelmelodie gesungen, habe ich als Kind gesehen und seitdem habe ich eine Schwäche für kleine Roboter. Und Wall-E war natürlich damals wirklich, also der Film ist so zauberhaft inszeniert. Das ist eigentlich eine Liebesgeschichte. Eigentlich ist es eine großartige Liebesgeschichte zwischen Wall-E und Eva, ne, das klingt so fast kindlich naiv, aber die Story ist auch wirklich großartig, vor allem mit Leute, passt auf die Erde auf, was ihr macht damit, ist nicht so gut, viel Sozialkritik drin, Umwelt essen, die Leute, wie sie verfetten und wie sie degenerieren und so weiter. Und der kleine Roboter ist derjenige, der aufräumt, also der hat so viel Menschlichkeit einfach, der ist zauberhaft. Ja. Wall-E. Erinnert mich an Nummer 5 lebt. Ja, ja, das ist ähnlich, ja genau. Input, ja. Auch lange her. Dann bist du wieder, Frank. Bist du wieder dran, Frank? So rum. Dann werfe ich doch mal einen Film ein, den ich vorhin in unserer Horrorrunde vergessen hatte. Ja, ich habe schon irgendwie was anderes genannt. Donnie Darko. Ich wusste, was du ihn bringst. Irgendwie wusste ich, dass du den bringst. Wieso? Weiß ich nicht, wegen Requiem for a Dream und so und irgendwie jetzt so. Passt dazu, ne? Auch Donnie Darko ist natürlich auch wieder so ein Film, wo Ästhetik, Musik und Montage und Donnie Darko ist der Film, wo mein absoluter Favorite-Schnitt drin ist. Ja? Mag jetzt für viele komisch sein, was, wie kann jemand einen Lieblingsschnitt haben? Es gibt einen einzigen Schnitt, den ich so brillant finde. Es ist einfach nur ein Hartschnitt von einem Bild ins nächste, eine Szene in die nächste Szene. Und die gibt es bei Donnie Darko. Da steht er in einem, die Szene muss ich kurz erklären, der steht halt im Klassenzimmer, ja. Und seine Klassenlehrerin macht ihn wirklich total zur Schnecke. Der Zuschauer weiß, okay, der Donnie ist total im Recht und die Klassenlehrerin, die hat voll eine andere Waffe. Und du merkst richtig, wie der immer wütender wird, ja, und sich aber zurückhält, weil sie ja seine Lehrerin Respekt und so weiter und so fort. Und die reizt den aber immer mehr. Und dann ist so eine Kameraeinstellung auf diesen Donnie, wie er so den Mund aufreißt und halt voll loslegen will, so. Und in dem Moment ist der Schnitt, wie er im Direktorenzimmer zusammen mit seinen Eltern sitzt, ja, und das ist, wenn man das sieht, das ist absolut brillant und auch so Kameraführung und wie der Film erzählt wird, auch sehr schön. Die Handlung ist ein bisschen weird, kann man auch in der Form gar nicht so wiedergeben. Es ist ein Horrorfilm eigentlich, so. Ja, zur Handlung kann ich wenig sagen. Ja, es geht um einen Flugzeugabsturz und um einen, wenn man das so sagt, klingt das komisch. Es hat auch so Elemente aus Alice von Wunderland. Man hat diesen Hasen drinne, der so ein bisschen das Alter Ego oder auch so diese Horrorfigur, die in Träumen, so genau weiß man es gar nicht, bei dem Donnie halt immer im Kopf auftaucht oder auch in Real. Der Film ist da ein bisschen nebulös, was das betrifft. Aber er hat auch einen wunderschönen Soundtrack. Und ich merke jetzt gerade, das spreche ich jetzt zum vierten Mal an, Musik ist offensichtlich sehr, sehr wichtig für mich bei Filmen. Mit einem meiner Lieblings-Soundtracks, Mad World, was ich ein wunderschönes Stück finde und wie
zu diesem Film auch perfekt passt. Es gibt, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, es gibt eine Einteilung von menschlichen Charakteren, die nennt sich Enneagramm. Ja, ist was tief Esoterisches und da gibt es einen Enneagramm-Typus 4. Und genau für diese Leute ist Donnie Darko. Ja, das ist so ein richtiger Vierer, Enneagramm-Vierer-Film. Ja, so tief melancholisch, auch wieder getragen, leicht depressiv. Du fragst dich, wo bist du hier eigentlich? Ja, es ist, spielt mit Musik und Bildern. Und das spricht mich irgendwie an. Ich glaube, ich bin selber so ein Subtypus, ja, aus, wenn man das jetzt mal in diesem Schubladendenken irgendwie manifestieren will, kann ich Donnie Darko sehr empfehlen. Der ist aber nicht besonders tiefgründig. Ja? Und ich kann auch gar nicht so richtig fassen, warum der mich triggert, der Film. Aber er fällt mir immer wieder ein, wenn ich über meine Lieblingsfilme nachdenke. Enneagramm, Typ 4. Also erstaunlich, was dieser Abend heute alles zum Vorschein bringt. So. Was? Naja, diese Geschichte mit dem Enneagramm, so ein, wie du dich selbst einordnest. Erstaunlich, was dieser Abend alles zum Vorschein bringt. Aber wir haben es am Anfang gesagt, könnt ihr auch wirklich was über uns lernen. So. Das kann man da ablesen. An den so, und jetzt lernt ihr erstmal wieder was über mich, nachdem ihr, dass dieser Film noch nicht auf der Liste war, ist eine wirkliche Schande bisher. Braveheart. Braveheart ist einfach einer der geilsten Filme, die je gemacht wurden. Mel Gibson ist ein Genie. Er war Produzent, Regisseur und Hauptdarsteller in einer Person. Er hat sich selber abgefeiert bis zum Getno, aber dieser Film, das ist das Helden-Epos überhaupt. Ich habe das Bild leider gelöscht, Charles. Das musst du jetzt so erzählen. Macht nichts. Wer Braveheart nicht kennt, hat das Bild auch nicht verdient. Er hat die Welt verpennt. Braveheart ist einfach erst, also erstmal irgendwie ist das so ein Männlichkeitsfilm, dann Drama, geile Sprüche, coole Charaktere. Am besten ist er in der Nebenrolle der verrückte Ire Steven. Der ist total cool. Die Schlachten, die gedreht sind, wenn es jetzt mal um Schnitt und so eine Geschichte geht, was Frank ja öfter jetzt schon eingebracht hat, sowas gab es vorher nicht in dieser Art und Weise, auch nicht in dieser Brutalität. Es gab dann auch, nachdem Braveheart erschien, mindestens 10 Jahre gar keinen Film mit Schlachten, der da annähernd rankommt, bis erst vielleicht mit Herr der Ringe und so Geschichten wie Game of Thrones dann auch so Schlachten oder dem, es gibt noch Film von Oliver Stone, Alexander, der hat auch eine sehr gute Schlachtenszene, also ich interessiere mich sehr für Schlachten. aber Braveheart ist einfach der Meilenstein. Ähnlich wie Star Wars das Science-Fiction-Genre geprägt hat, ist Braveheart für den Historienfilm, da wurde eine Messlatte ganz neu definiert. Da kann man sich nur anschließen, alles, was du gesagt hast, sehe ich auch so. Braveheart, gut, dass es auf der Liste ist, weil genau, der typische Freiheitskampf-Film. Der Soundtrack von James Horner, mega geil. Was aber echt an dem Film blöd ist, die Schotten tragen Kilts, die gab es in der Zeit noch nicht. Die Schottenröcke kamen erst ein paar Jahrhunderte später auf, aber... Aber dafür cool, dass die da gezeigt werden, was es gab, was man ja auch weiß, bei den Kelten auch und so, Kriegsbemalung und sowas. Ja, das finde ich auch stark, dass das nicht nur Indianer gemacht haben, sondern du gehst in die Schlacht mit deinen Farben auch, deine Clans. Stark. Ja, und ja, halt einfach, das ist, wer nicht mit dem Film mitfiebert und irgendwie in Gedanken sich mit William Wallace identifiziert, da weiß ich auch nicht weiter. Bin ich ganz bei dir. Der Film ist grandios. Ich frage mich nur immer, gerade bei Mel Gibson-Filmen, der ja auch Die Passion oder Wir waren Helden oder ganz oder Der Patriot, ja, der sich ja immer irgendwie so ein Jahrhundert rausgenommen hat, sich dann selber in dieses Jahrhundert quasi als Hauptprotagonist und Held da reingesetzt hat. Ja, da passiert meiner Meinung nach gerade bei Mel Gibson-Filmen auch viel Geschichte, ich will jetzt nicht revisionistisch sagen, aber es ist halt irgendwie, er erzählt dann halt, ja, so wie es der Hollywood-Rezipient dann eben dann auch sehen wird, weil so ein Hollywood-Film wirkt viel, viel mehr als das, was du im Geschichtsunterricht und im Geschichtsbuch liest, ja, das brennt sich ein. Und das ist da so ein bisschen mein Kritikpunkt. Die Filme, absolut epochale Meisterwerke, gar keine Frage. Filme machen kann er. Genau, also wenn wir Mel Gibson so als Geschichtslehrer holen, dann nur für die Zukunftsfilme, so Mad Max. Genau. Den ich übrigens auch auf meiner Liste hatte, so und als potenziellen Kandidaten Mad Max, auch so als Genrefilm, so 80er. Aber hey, wir sind ein bisschen unter Zeit. Stattdessen hast du? Stattdessen habe ich, ja, ich habe jetzt, der Film, den ich jetzt präsentiere, ist vielleicht der unbekannteste von denen, den ich hier empfehle. Vielleicht eine Art Geheimtipp, obwohl er schon im Kino auch lief. Angel Heart.
Angel Heart. Ja, natürlich, bekannt, klar. Film von 1989. Robert De Niro? Robert De Niro. Ah, spielt, ja, und Lisa Bonet. Oh. Robert De Niro spielt den Teufel, so auch abgefahrene Geschichte. So. Lou Cipher, genau. Genau, und Mickey Rourke hat eigentlich so die Hauptrolle. Ja, ja. Und das ist so ein Film, Ende 80er, ein Genre wahrscheinlich, es ist ein bisschen Horror, es ist Film Noir, ein Psychothriller. Und auch der nimmt wieder dieses Thema auf, was ich heute schon mal hatte, so Okkultismus, in dem Fall Südstaaten, USA, New Orleans, die ganze Voodoo-Seite. Und hochintelligenter Film, düsterer Film, schwarzer Film. Und ja, ein Film, den ich wirklich gerne geschaut habe. Und das ist tatsächlich der, ich habe den schon lange nicht mehr gesehen. Ey, ich hätte so tierisch Bock, den mal wieder zu sehen, so in guter Qualität. Angel Heart. Das war auch düster, gell? Da bleibt eine ziemlich düstere Stimmung übrig, da, wenn man den gesehen hat. Das ist Happy End. Das definitiv, ja. Das erstaunt mich jetzt, dass du den auf der Liste hast. Ja, auch ganz starker Film, wäre mir auch im Traum nie eingefallen. Ich bin Robert De Niro-Fan, selbstverständlich kenne ich den. Ja. Das ist aber auch Horror. Ja? War das dein Horrorfilm, den du auf der Liste hattest? Ja, genau. Der deckt also dieses Genre Horror auch ab. Aber ich mag dann, oder was mich am meisten auch trifft, ist, wenn das dann auch diese okkulten Themen so angeht. Also jetzt nicht so Horror wie im Sinne Alien oder so. Klar, hab ich auch geschockt. So, ja, boah. Aber eher so dieses feine okkultistische Schwarzmagen, ja, ja, und so weiter. Zombie und so. Ja, das war es mir spannend. Der nächste auf meiner Liste ist mein Zweitlieblingsfilm. Weil das einfach das perfekte Kinoerlebnis war, als ich, wie ich den gesehen habe und was der mit mir gemacht hat. Ich habe leider nicht die lange Version gesehen, sondern nur die 3,5-Stunden-Version. Da gibt es ja auch eine 4-Stunden-Version. Und die fand ich noch besser, weil da einfach, man kann das einfach endlos ausdehnen. Das hätte auch eine Serie sein können. Aber Kevin Costner, Regie, Produktion, Hauptdarsteller, Drehbuch, das 7 Oscars gekriegt damals. Und der Film, der war einfach episch von seinen Bildern, auch so diese Erzählung des Westens, wie sich das alles erst aufgebaut hat und sein Weg von der Zivilität, sein Ekel vor dem Krieg, wie er sich transformiert, wie er aus der Gesellschaft, der weißen Gesellschaft rausgeht und eigentlich seine geistigen Brüder findet bei den Indianern, die auch nicht so gut wegkommen, also die auch nicht so heldenhaft dargestellt werden, sondern da gibt es auch große Kriege untereinander und so weiter. Also ich weiß nicht, inwieweit das alles romantisiert ist, aber ich fand damals in diesem Film eine echt geniale Darstellung von diesem Wilden Westen und auch mit den verschiedenen Kulturen, die da aufeinandertreffen. War großartig, wirklich ein großartiges Film, und den habe ich auch schon oft gesehen im Leben und werde ihn auch noch öfters anschauen. Alle paar Jahre muss man sowas dann mal wieder rausholen, wenn man sich wieder daran erinnert, wie genial der Film eigentlich war. Robert, hast du gar nicht gesagt, wie er heißt? Ja. Aber hey, das muss ich doch nicht sagen bei dem Bild. Das wisst ihr doch. Also, man muss es nicht sagen, aber du hast es auch tatsächlich noch nicht gesagt. Ihr habt klar, ihr seht das Bild. Habe ich das überhört? Nein. Manche hören uns zum Einschlafen, die müssen es noch wissen. Die Zuschauer sehen das Filmposter. Das Filmposter sehen die Zuschauer natürlich, aber der mit dem Wolf-Tanz, Dances with Wolves von Kevin Costner natürlich. Ich habe klar vergessen, dass ihr das ja gar nicht sehen könnt. Sondern ich gebe Robert aber recht, der Film ist brillant. Ja. Ist wirklich eine große Geschichte, die passt von vorne bis hinten einfach, ja. Und auch Kevin Costner, ein heute so ein bisschen in Vergessenheit geraten, ein echt cooler Schauspieler. Also wieso Vergessenheit? Gefällt er mir total. Hey, der war der Vater von Superman. Der hat bei Superman hat der mitgespielt, der hat bei vielen Rollen, der hat sogar Action, Spion. Aber die großen Rollen. Ja, aber ich meine auch, es ist doch schon länger ein bisschen ruhig um ihn geworden. Nein, der spielt viele Filme. Aber er ist, glaube ich, er ist auch mehr Musiker, ne? Er macht sehr viel Musik, so wie ich das mitbekommen habe. Also ich habe ihn bestimmt in 5 Filmen gesehen in den letzten Jahren. Der ist schon fett im Business noch. Also das auf jeden Fall. Auf jeden Fall zweitgrößter Film in meinem Leben. Also zweitgrößtes Kinoerlebnis in meinem Leben war das. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Und dann ist der Herr Höfer wieder an der Reihe. Ich muss jetzt mal fragen, wie viel haben wir denn jetzt noch? Weil ich habe jetzt hier... Du hast noch 2 und dann haben wir noch... Einen. Genau, dann noch jeder einen noch, ja. Ja, also dann haue ich mal... Ja, nee, ich nehme den zuerst. Und zwar Adaption. Ich habe den schon mal angesprochen. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme aufgrund des genialen Drehbuchs. Für mich der Film mit dem besten Drehbuch. Von Charlie Kaufman ist das Drehbuch geschrieben. Nicolas Cage in einer brillanten Doppelrolle. Er spielt sich und seinen Zwillingsbruder. Und natürlich auch eine fantastische Meryl Streep. Auch hier die Handlung schwer in Worte zu fassen. Es geht im Prinzip darum, wie Charlie Kaufman, der in dem Film sich
von Nicolas Cage gespielt wird, versucht, das Drehbuch für diesen Film zu schreiben. Ja, und er kriegt es einfach nicht hin. Also es ist so ein klassischer Film, wie man einen Film darüber macht, wie man versucht, eben diesen Film zu machen. Ja, und am Ende musst du den Film gar nicht mehr machen, weil er ist schon fertig. Das ist so eine klassisch verworrene Denke. Und genialerweise hat der Drehbuchautor Charlie Kaufman sich selber zum Hauptdarsteller gemacht, gespielt von Nicolas Cage, der eben Charlie Kaufman, den Drehbuchautor Charlie Kaufman, spielt. Aber Charlie Kaufman hat sich noch einen fiktiven Zwillingsbruder gegeben, nämlich Donald Kaufman. Und mit dem trägt er in dem Film seine Konflikte aus. Ja? Charlie Kaufman will halt ein intellektuelles Drehbuch schreiben nach seinen Größen, nach seinem großen Erfolg von Vergissmeinnicht, ja, und so weiter. Will er jetzt endlich das große Ding schreiben und er kriegt es einfach nicht hin. Ja? Er hat Schreibblockade. Also es gibt gar keinen, es gibt keinen Donald Kaufman in echt, sondern das steht, ja, noch, richtig. Das steht aber auf dem Plakat drauf. Aber der, ja, Donald Kaufman in dem Film, sein Zwillingsbruder, der ist halt auch Drehbuchautor und der schreibt halt so völlig banale Science-Fiction-Geschichten, die völlig gaga sind. Die Drehbücher rotzt der nachts raus, weil die gar keine Handlung haben, aber die sind mega erfolgreich. Und das kotzt diesen Charlie Kaufman, der natürlich auf Intellekt Wert legt und immer von seinem blöden Bruder irgendwie die Drehbücher gegenlesen soll, der natürlich aufblickt zu seinem erfolgreichen Bruder und sagt, hier, lest doch mal, ich habe hier was Neues geschrieben, und der liest das und sagt, es ist Schrott, kannst du in den Papierkorb hauen. Und dann macht sein Bruder aber mega Durchbruch damit und der verzweifelt immer mehr daran. Ja? Er selber schreibt Plakate und er kann nicht mehr liefern und sein Bruder macht mit dem übelsten Schrott da Karriere. Und das ist dann so ein quasi so eine Midlife-Crisis, die er erlebt, und mit seinem fiktionalen Zwilling trägt er die in diesem Film aus. Also es ist im Grunde ein biografischer Film. Charlie Kaufman trägt seinen eigenen Konflikt aus. Wie knüpfe ich an den früheren Erfolg an? Ja, und aus diesem Dilemma, ja, aus dieser Schreibblockade hat er das genialste Drehbuch ever verfasst. Ja, und das wurde eben, also meiner Meinung nach, in Adaption wunderbar verfilmt. Und wer eben auf wirklich, das ist ein Film für Cineasten, die so auf Drehbücher und Continuity und Schnitt und so weiter, ja, wer auf sowas steht, der sollte sich Adaption angucken und meiner Meinung nach auch die beste Rolle von Nicolas Cage, mit Abstand. Ja. Wer kennt den von euch? Keiner sonst. Tausend. Geil. Gut, was für Leuten du abhängst. Bin ich froh, dass ich nicht der Einzige bin, der den nicht kennt. Wenigstens sind wir ehrlich. Ich habe noch gar nicht gehört von dem Film, wirklich. Ja, Gar nicht. Zum ersten Mal. Ja, bin eben. Ich dran, eben. Jetzt, ja, du darfst, dann müssten wir einen Tusch einführen oder so. Letzte Runde dann. Jetzt hier. Ja. So, mein letzter Film, Die Verurteilten. Englisch The Shawshank Redemption. Und das ist interessant, weil jeder kennt den, aber irgendwie, gerade der englische Titel kennt keine Sau. So Shawshank irgendwas, denken sind die Leute. Aber Die Verurteilten. Das ist Tim Robbins und Morgan Freeman, oder? Ja, bester Gefängnisfilm. Ist auch ein Film, darüber plane ich nochmal eine Sendung zu machen. Denn nachdem ich ihn gefühlt 30 Mal geguckt habe, ist mir irgendwann klar geworden, als ich beim Duschen kürzlich über den Film nachdachte, dass der hochokkult ist. Es geht mal wieder total nur um Gnostik. Aber das werde ich in einer Einzelsendung nochmal auseinanderdröseln. Aber der Film hat es in sich. Der ist nicht nur unterhaltsam, sondern der ist auch okkult. Ganz versteckt, aber voll geil. Darauf bin ich sehr gespannt. Ja, ich liebe diesen Film nämlich auch. Das ist der Film, der von meiner Top-10-Liste heute noch runtergeflogen ist, um ihn durch einen anderen zu ersetzen. Aber dass der okkult sein soll, da bin ich sehr gespannt. Ja, ist ja, basiert ja auf dem Stephen King-Roman. Ja. Und Stephen King als Horrorautor, gut, ist ein bisschen, ja, wie soll man das sagen, jetzt vielleicht nicht der tiefgründigste Autor so, aber doch, da ist ein bisschen was versteckt, das habe ich entdeckt. Aber das will ich jetzt gar nicht spoilern, aber das ist schon interessant. Und der ist auch so, der ist super unterhaltsam. Morgan Freeman, einer der coolsten Schauspieler, witzigerweise schon in den 90ern alt. Wann war Morgan Freeman mal jung? Es gibt keine Filme, wo er nicht irgendwie schon so ein bisschen gealtert ist. Also was heißt alt? Aber ich sag mal so, egal welchen Film ich mit dem gucke, 50 war mindestens. Da sieht man dann, was für eine lange Karriere der als Schauspieler hat. Ne? Ja. Ich lese im Chat so viele geniale Filme, die auch eigentlich alle rein müssen. Ich habe mir auch nebenbei schon meine nächste Top-10-Liste notiert.
das ist wirklich klar, dass das kann man ja gar nicht alles es gibt so viele Filme, die ich noch hätte. Zum Beispiel Matrix hätte ich auch hier irgendwie reinpacken können. Das ist natürlich auch ein Film, der ganz genial war. Aber ey, Frank, du, Mr. Stoner, dann ist jetzt dein Highlight sozusagen, darfst du uns jetzt vorstellen. Ah, ich habe ja gesagt, keine Rankings, aber tatsächlich ist es ein Highlight. Das ist auf jeden Fall der Film, den ich mit Abstand am häufigsten gesehen habe in meinem Leben. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Die Blues Brothers. Ah. The ja, Blues Brothers. Es ist Jake tatsächlich und Elwood. So 80er Jahre. Ja, Jake und Elwood. Es ist in so vielen großartiger Film, ist auch ein ganz langer Film. Es ist der Film, wo bis zum heutigen Tag, und es wird sich nicht mehr ändern, am meisten zerstört wurde tatsächlich, also physisch irgendwie in dem Set. Heute macht man das nicht mehr, weil man kann diese Effekte günstiger haben. Damals hat man alles noch gecrashed, als ob das Autos waren und Häuser, was auch immer so. was aber die Blues Brothers natürlich auch für mich so wichtig macht, das ist die Musik. Und damals in den 80er Jahren war diese Musik, die war so weit weg. Wenn du in Deutschland aufgewachsen bist, 80er, es war halt echt eine ganz andere Zeit musikalisch. Und es gab kein Internet. Und diese Musik, die mir bei Blues Brothers begegnet ist, die hat den jungen Frank Stoner schon so getriggert und gekickt. Und ich habe dann tatsächlich Jahre meiner Jugend verbracht, eigentlich nur so rauszufinden, wer diese Musiker sind. Weißt du, dann echt in Plattenläden in München stundenlang gewühlt. Und ich weiß nicht, welche Erfolge ich hatte, bis ich irgendwann mal so eine Platte in der Hand hatte, Sam and Dave. Und mir das im Kopf kommt, shit, das ist das, was auf der Kassette draufsteht, die Blues Brothers in die Autokassettenspieler spielen, und dann kommt diese coole Musik so. Ey, der Film hat mich so geschickt. Natürlich ganz, ganz viele Musiker, die dort, man kann nicht mal sagen Cameo-Auftritte, sondern die dort Teil von dem Staff einfach sind, sowohl bei der Band. Leute, die man gar nicht, die Nicht-Musikfans gar nicht so auf dem Schirm haben, beispielsweise einer der Gitarristen ist Steve Cropper, einer der größten Songwriter so von Stax Records, 60er, 70er Jahre, Rhythm and Blues. Ey, da sind so viele große Leute drin, natürlich auch Megastars wie James Brown haben dort Auftritte, Aretha Franklin, Ray Charles, alles Leute, die ich damals nicht kannte, wo mir auch niemand sagen konnte, hey, dir gefällt die Musik, ja, hier, das ist das und das. Ich habe mich so intensiv mit diesem Film beschäftigt, die Nachspann, mir den Namen aufgeschrieben und es hat echt mich auf so eine Reise geschickt, einfach von der Musik. Und tatsächlich, selbst heute würde ich gerne noch irgendwann mal nach Chicago fahren und mir so manche Orte anschauen, wo die besten Orte gar nicht mehr existieren. Maxwell Street, so das Herz von Chicago Blues, wo auch hier in dem Film Aretha Franklin ihr Café hat, das Soul Food Café. Diese ganze Szenerie, diesen Straßenzug, den gibt es mittlerweile gar nicht mehr. Gentrifizierung, da wurde einfach platt gemacht. Aber ja, Blues Brothers. Die Blues Super Brothers. Wahl. Jake und Elwood, ja, das ist wirklich diese Also deine Top Ten gehört da rein, definitiv. Diese Massenkarambolage mit den Autos und also der Film war nicht verhandelbar für mich, weißt du, den muss ich in die Liste nehmen. Ich kann keine Liste machen ohne Blues Brothers. Weil wirklich, den Film habe ich so oft gesehen. Ne? Wow. So, und mein... Also ist das besser als Ice Age? Besser als Ice Age. Rank ich noch höher, ja. Mein absolutes Kino-Highlight ever, kommt auch bisher nichts drauf hin. Ich hoffe, ja. Die zweite... 2,7 Milliarden Einspielergebnis, viele, viele Jahre lang der erfolgreichste Film aller Zeiten, von meinem Lieblingsregisseur auch noch, Avatar, 2008 in den Kinos, und dieses Jahr im Dezember kommt die Fortsetzung und dann kommt, glaube ich, alle zwei Jahre nochmal ein Teil, der drei Fortsetzungen gedreht, der Verrückte. Eigentlich ist James Cameron ja ein Ingenieur, der nebenbei noch ein paar Filme dreht. Ab und zu baut er dann mal ein U-Boot noch und fährt damit in den tiefsten Graben der Erde runter, in Marianengraben. Immer wenn er einen Film macht, ist die Filmtechnik hinterher eine komplett andere. Also der Mann ist einfach ein Genie und kann auch zufällig noch Geschichten erzählen. Und Avatar hat mich eben damals so weggeschickt, wie ein Großteil der anderen Milliarden Menschen, die den gesehen haben, offensichtlich. Irre Story, tolle Geschichte, Handlungsaufbau, Heldenreise, und das war der erste Film in 3D, wo man mit diesen grauen Brillen gucken konnte, nicht mit diesen uralt rot-grün Brillen, wo man früher mal 3D versucht hat. Das Ding war wirklich epochal und ich bin in diesem Kino drin gesessen, ich bin danach sitzen geblieben, ich wollte nicht zurück. Ich wollte wirklich auf Pandora bleiben. Und ich freue mich jetzt schon, wenn ich wieder einsteigen kann in diese Welt. The Shape of Water, The Way of Water, so heißt Shape of Water, ist ein anderer Film. The Way of Water ist der zweite Teil, der jetzt dann im Dezember anläuft. Bin schon irre. Hast schon Karten gekauft? Ja, sozusagen. Ich campe dann auch zwei Tage vorm Matheser Kino.
Es ist ja auch wieder der Sequel, du hast es erzählt, ist auch wieder der Cameron. Also es droht jetzt auch nicht die Gefahr, dass du dann maßlos enttäuscht wirst, dass es dann nein. der Nachfolge dann einfach nicht gut ist. Ich sag nur eins, Cameron wurde gefragt, und wie wird der zweite Teil werden? Und Originalton, it will fucking blow your mind off. Das ist das, was er gesagt hat. Und der hat auch wieder die Technik vorangetrieben, dass er da diese 3D, dass er diese Technologie unter Wasser machen kann. Der hat da ganz neue Technik am Start und die haben da jahrelang gemacht. Und ich sag nichts, das war einfach, irgendein anderer Film von Avengers hat dann irgendwann mal mehr eingespielt, aber für mich war es auch der beste Film, den ich gesehen habe, das muss ich echt sagen. Ging nicht nur mir so, das war offensichtlich auch bei vielen, vielen Menschen auf der Welt. Ich habe noch nicht gesehen. Ich habe ihn gesehen. Eine Frau Stern auch meine Meinung dazu gesagt. Nur einmal und habe so gedacht, ist ganz okay. Ja, ist ganz okay, genau. Nee, also ich meine, er ist natürlich verdient auch einer der besten Filme aller Zeiten, weil er halt viele Rekorde gebrochen hat. Und ja, er ist ja auch toll, was die Technologie betrifft, unbestritten. Ich fand halt die Story sehr banal, ehrlich gesagt. Aber die Heldenreise schlechthin. Weiß ich nicht. Das haben ja, ich habe Gott sei Dank so viele andere Kinozuschauer im Rücken, dass ich sagen kann, ich bin nicht der Einzige. Das, was ich gucke, kennt keine Sau. Also gehöre ich eher zum Team Höfer. Also. Aber das ist ja Geschmackssache. Sehe ich das jetzt richtig, dass ich jetzt hier die das Ganze beende? Ding, 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 final round, letzte Runde. Da bin ich ja fast froh, dass ich mir das bis zum Schluss aufgehoben habe. Ich hoffe, dass es der ist schon fast zu sehen, als gar nicht als einzelner Film, sondern als Ehrung eines Lebenswerkes des größten Filmemacher aller Zeiten. Und ich habe natürlich überlegt, wie mache ich denn das? Weil auf eine Top-10-Liste gehören ja mindestens schon mal 10 Charlie Chaplin-Filme drauf. Und das geht ja schlecht. Und weil man sich da auch nicht entscheiden kann, und natürlich ist Der große Diktator unbestritten der beste Film von Charlie Chaplin, habe ich mich dennoch für die Biografie entschieden, mit dem schlichten Titel Chaplin. Robert Downey Jr. hat es in den 90er Jahren tatsächlich gewagt, Chaplin zu mimen, ihn zu porträtieren. Und er hat es meiner Meinung nach tatsächlich geschafft. Und dieser biografische Film, den kann ich nur wirklich jedem ans Herz legen. Er ist charmant, er ist witzig, er ist tragisch. Er zeigt auch das Leben von Chaplin sehr gut auf. Geraldine Chaplin, die Tochter von Charles Chaplin, spielt ihre eigene Großmutter. Also sie spielt sozusagen die Mutter von Charlie Chaplin. Und man lernt in dem Film auch kennen, wie er aufgewachsen ist, unter welchen ärmlichsten Bedingungen er sozusagen in London, in den Vororten von London aufgewachsen ist und sich tatsächlich eben damit bedingt gemacht hat, dass er halt ein pfiffiger junger Mann war, der einfach nur witzig war, ja, und sich hingestellt hat und sozusagen Tricks vorgeführt hat und die Leute haben ihm Münzen hingeworfen. Und so hat er irgendwann mal angefangen, seine Familie, seinen Bruder zu unterstützen und ist dann halt später zu dem geworden, der er ist. Und er war eben nicht nur einfach ein Komiker, weil viele stempeln Charlie Chaplin als Rubrik Komödie ab, ja, frühe Komödie. Und das wird eben Chaplin überhaupt nicht gerecht. Chaplin war, ich hatte mal gesagt, er war der erste Trufer, wenn du so willst, weil er mit bereits in den 30ern und 40er Jahren mit seiner Bewegtbildkunst die Obrigkeit angegriffen hat. Und damals war das was völlig anderes als heute. Ich meine, heute kannst du auch auf YouTube irgendwie über die Regierung schimpfen und dann bist du staatszersetzend und ein Querdenker und so weiter und so fort. Aber Chaplin hat sich wirklich sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Er wurde in Amerika von vielen gehasst, in Großbritannien von vielen gehasst, einfach weil er seiner Zeit sehr, sehr weit voraus war. Was Chaplins Werk war, hat man erst in den späten 60ern, 70ern dann erst richtig realisiert. Er wurde in den 30ern, 20er, 30er und 40er Jahren, während der Weltkrieg tobte in Europa, war er als gefrämter Kommunist in Amerika, der da ein großes Hollywood-Studio betreibt, alles andere als beliebt. Ja, und Hoover, der damalige FBI-Chef, hat die Chance genommen, als er mal nach England gereist ist, in sein Heimatland, hat er ihm quasi das Visa entzogen und hat ihm ein Einreiseverbot nach Amerika erteilt, obwohl dort sein Lebensmittelpunkt war. Seine Studios waren dort. Ja. Er durfte nicht mehr einreisen, ist dann später ins Exil in die Schweiz. Und all das wird eben in diesem Film wunderbar
biografisch aufgearbeitet mit einem hervorragenden Robert Downey Jr., der es wirklich perfekt versteht, den Tramp ja, wieder aufstehen, wieder auferstehen zu lassen. Großartiger Film, deswegen ist das heute hier meine letzte Empfehlung, weil es nicht nur ein guter Film ist, sondern auch das Filmthema als Ganzes irgendwie abrundet. Charlie Chaplin, ja, mein riesengroßes Vorbild, einer der größten Charaktere des 20. Jahrhunderts, wenn man nicht fragt. Und deswegen muss dieser Film natürlich da auf die Top-10-Liste, ja. Genialer Move, Frank, finde ich auch, dass du jetzt zum Ende noch Charlie Chaplin reinschmeißt, aber dann noch nicht mal Charlie Chaplin selbst, sondern einen Film, die Biografie von Charlie Chaplin. Und genau wie du sagst, es rundet es ab, es ist einfach nochmal die Hommage an Filme überhaupt, an diese Idee, bewegtes Theater, Leinwand, einen der ganz Großen da nochmal zu nehmen, aber der Film ist ein neuerer Film, das ist ja großartig. So neu auch nicht, ist auch schon 20, 25 Jahre her. Auch schon wieder. Und es ist schwierig, ja, also man hat davor gesagt, Chaplin kannst du nicht porträtieren, du kannst dich nicht, das geht nicht, ja, das wäre schon fast beleidigend, ja. Robert Downey Jr. hat es geschafft, Respekt dafür, ja? Er hat wirklich den Tramp wieder auferstehen lassen. So, und jetzt habe ich gerade im Chat gelesen, boah, und jetzt muss ich 35 Filme nachholen, ja, und gucken. 40 Minuten. Ja, weil einer geschrieben hat, 35 kannte er nicht. Und ich habe jetzt auch, einige Filme, die ich doch jetzt wieder auf meine Liste habe, wenn ich mal wieder was raussuche aus allen Mediatheken, die es da so gibt. Also der Chaplin ist definitiv dabei und die ein oder andere Nummer von euch auch. Aber ich glaube nicht in einem Land vor unserer Zeit. Den würde ich vielleicht, wenn zu Besuch mal kleine Kinder da sind, dann ziehe ich mit denen rein. Ja, wenn Charles, du mal einen Kinderfilm zeigen musst, genau. Das ist einer, den man zeigen kann. Ja. Vielleicht würde der auch deine Hunde irgendwie beruhigen. Weißt du? Hunde mögen das vielleicht auch sehen. Ne? Die dürfen gerne Fernsehen schauen. Vielleicht auch eine beruhigende Wirkung auf Frauen, ich weiß es nicht. Aber das kann man alles mal ausprobieren. Schwiegermutter, ja, fragst du erstmal hin. Ja, also da könnten wir jetzt natürlich noch endlos weitermachen, weil wie gesagt, es gibt so viele Filme, die jeder von uns mit einem anderen Erlebnis verbindet und so. Aber das war jetzt einfach mal so ein Kurzabriss. Ihr seht ja, so kurz war das jetzt gar nicht. Wir sind jetzt schon bei, okay, wann müsst ihr ins Bett? Was hat Mama gesagt? Dürft ihr noch aufbleiben? Auf jeden Fall sage ich danke für diese doch interessante Runde. Ich habe einiges mitgenommen und wenn ich den Chat sehe hier so, dann gibt es ja auch viele interessierte Kinozuschauer. Vielleicht machen wir das nächste Mal ja irgendwann so eine Sendung mit unseren Büchern. Ja, Bücher und Serien. Es gibt, wenn das gewollt ist, gerne mal Feedback. Es war heute auch so ein bisschen experimentell. Hard Effects gibt es wieder am Donnerstag, wenn Elmau vorbei wobei, ist. Wobei, man könnte tatsächlich einen zweiten Teil, ich weiß nicht, wie es euch ging, ob ihr euch die 10 Filme aus den Fingern saugen musstet oder dass ihr eher die Qual der Wahl hattet, ja, weil klar. Ich habe hier so viele gute Filme, die heute nicht genannt wurden, die aber eigentlich dringend empfohlen gehören. Ja, ich habe auch nochmal locker 30 Stück. Also. Locker, klar. Jeder hat doch hunderte Filme gesehen im Leben. Logisch. Aber das machen wir heute nicht mehr. Nee, belassen wir es dabei. Genau. Dann in diesem Sinn sage ich herzlichen Dank für die rege Anteilnahme, vor allem auch im Chat. Da geht es ja rauf und runter. Und ich freue mich über meinen Mainstream-Geschmack, weil gerade einer geschimpft hat hier, dass das so doof ist. Ich habe geile Filme ausgesucht für mich und da stehe ich auch dazu, genauso wie je. Popcorn-Kino vom Feinsten. Genau, Abreißen aus der Realität, deswegen will ich dahin. Wenn ich irgendwas Tragisches will, dann schaue ich Tagesschau an. Dann habe ich das auch. Ja, war echt ein großartiger Abend, hat total Spaß gemacht, auch für uns. Und es freut mich, dass euch da draußen scheinbar auch Spaß macht. Ja, vielleicht können wir sowas öfter machen. Und wenn ihr da Ideen habt, was für eine Top 10, bis zu welchen Themen wir da uns mal auslassen könnten, dann kannst du auch ruhig in den Chat auch mal reinschreiben oder eben auch in die Kommentare. Freuen wir uns. Genau, und am Donnerstag gibt es dann wieder Inhalte, gibt viel zu besprechen. G7 findet ja gerade statt. Hey, die Air Force One steht hier drüben. Ja, gleich Robert, kannst du jetzt nochmal lostingeln und einen Bericht drüber machen. Dienstagabend fliegt sie los, wenn ich wüsste, wann das genau ist, mit den Planespottern oder so. Mal gucken, ob ich da ein Bild finde. Ja. Genau, Regentreff war, da gibt es dann einen Bericht am Donnerstag. Ich habe auch noch was zu erzählen, was Spannendes, was mal wieder was Covid-Relevantes. Ja, habe mich dazu entschieden, darüber zu reden. Und ansonsten, also danke. Ich fand es sehr, sehr aufschlussreich. Angel Heart war auf jeden Fall das, was mich am meisten überrascht hat heute Abend. Ja, ich habe mir eben, das ist auch der einzige, der eben nicht so bekannt ist. Aber ich dachte mir, damit ich jetzt nicht nur so als Blockbuster-Fan da stehe, dachte mir, lade ich auch mal was anderes noch in meine
in meinen Colt. Ja, sehr gut. Und eine andere Patrone. Zumindest wissen wir jetzt, dass Stony so ein bisschen so ein Südstaaten-Voodoo-Fable hat. Ja, tatsächlich. Ne? Guess what? Ich wünsche euch was. Eine gute Nacht euch Jungs und nach draußen liebe Grüße. Guten Start in die Woche. Wir sehen uns am Donnerstag und bleibt uns treu, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao und tschüss.